So, meine lieben Damen und Herren, schönen guten Abend, herzlich willkommen, a warm welcome, bienvenue, am Mönchengladbach, in Mönchengladbach. Wir begrüßen vielleicht nicht alle hier im Audi Max, aber mehrere hundert Teilnehmer auf der 5. Europäischen Sommeruniversität. Mein Name ist Sonja Taubert. Und ich bin Maria Wahle. Und die Teilnehmerinnen, die wir hier gerade vor Ort haben, kommen aus 16 europäischen Ländern, aber auch aus Afrika, wie zum Beispiel Benin, Togo oder Mali. Und leider können natürlich viele andere auch nicht hier sein wegen strikter Visapolitik. Das ist jetzt auf jeden Fall schon zu bedauern. Hört ihr mich jetzt hinten? Ah, großartig. Welchen Teil habt ihr denn nicht verstanden? Okay, das machen wir jetzt nicht. Also, wir haben ein sehr spannendes Programm. Die nächsten Stunden sind gefüllt hier im Audi Max. Wir haben als erstes mal drei Redebeiträge. Davon ist einer auch ein kleiner organisatorischer Einschub, denn hier ist auf jeden Fall eine Menge Infrastruktur installiert worden und es gibt auch einiges zu wissen für die, die hier vor Ort sind. Und gegen 20 Uhr übergeben wir hier an das französische Moderationsteam und dann geht es nochmal richtig ab, würde ich sagen. Und was dann auch noch folgt, sind musikalische Beiträge. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Gitarre zu sehen. Diverse Präsentationen und Aktionsberichte. Wir dürfen gespannt sein. Danke. So, und wir begrüßen heute Abend ganz herzlich den Universitätspräsidenten Professor Grünewald, dann den Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach, Felix Wolfgang Heinrichs, und Professorin Birgit Mahnkopf. Herzlich willkommen. So, und als erstes möchte ich Professor Grünewald ans Mikrofon bitten. So, einen schönen guten Abend. Ist die Lautstärke okay? Bisschen näher. Okay. Sie sagen schon, wenn es nicht ankommt, ne? Erstmal, liebe Gäste, seien Sie alle ganz herzlich willkommen hier in Mönchengladbach an der Hochschule Niederrhein, an unserem Campus. Wir sind wirklich geehrt, als Ort ausgewählt worden zu sein, die Europäische Sommeruniversität der sozialen Bewegungen mitorganisieren und mit austragen zu dürfen. Das ist eine ganz schöne Herausforderung und wir wissen, dass die bisherigen europäischen Sommeruniversitäten durchaus auch in größeren Städten mit größeren Hochschulen stattgefunden haben. Umso mehr freut es uns, dass wir jetzt auch nach Jahren der Pandemie, wo wir so große Veranstaltungen ja, fast vergessen haben, dass es sie noch gibt, wieder mal eine machen können und dass dann auch tatsächlich so viele dazugekommen sind. Und ich begrüße unsere Studierenden, ich begrüße die Gäste der Sommerakademie, der Sommeruniversität und ich möchte ganz am Anfang, damit ich es auf keinen Fall vergesse, ein Dankeschön aussprechen an das Organisationsteam dieser sehr großen, sehr komplexen Veranstaltung. Da haben ein paar Vollprofis wirklich gut zusammengearbeitet, um eine hoffentlich reibungslose Logistik für viele Bühnen, für viele Orte, für hunderte von Einzelevents in 3 Tagen auf die Beine zu stellen. Und dazu haben ganz viele Personen beigetragen, deren Gesichter wir möglicherweise nicht einmal selbst sehen werden. Das sind Leute aus unserer Hochschule, das sind Studierende unserer Hochschule, das ist die Studierendenschaft und das sind die Repräsentantinnen und Repräsentanten der Veranstalter. Veranstalter sind die Bildungsorganisation von ATTAC und das europäische Netzwerk ATTAC sowie weitere Unterstützerinnen und Unterstützer. Und wenn Sie auf der Webseite nachschauen, wie viele Stiftungen und NGOs
diese Aktivitäten der Europäischen Sommeruniversität unterstützen, können Sie sehen, wie letztlich Bedeutung diesem Event beigemessen wird und wie viel europäische Reichweite und Tiefe es auch hat. Für uns ist das tatsächlich eine große Chance und ich bin ganz besonders unserem AStA, ich weiß gar nicht, ist einer von euch hier, unserem AStA sehr, sehr dankbar dafür, dass sie uns am Ende auch überzeugt haben, diese Veranstaltung hier als Hochschule mit zu hosten. Ich gestehe freimütig, das war kein Selbstläufer, wir mussten das ein bisschen diskutieren und haben auch ambivalent darüber gesprochen und haben uns am Ende von den Chancen überzeugt und von den Mehrwerten, die das auch für unsere Studierenden bietet. Was bietet das für unsere Studierenden? Na, wie für alle Gäste der Veranstaltung natürlich auch. Es sind die Themen der großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die uns in diesen Tagen in viel, viel größerer Schärfe noch bewegen, als sie das sonst zu tun pflegen. Der Klimawandel, die Energieversorgung, Themen von Bildungszugang, von Gerechtigkeit, von einer liberalen, demokratischen, freiheitlichen Ordnung der Welt, von Krieg und Frieden, von gesundheitlicher Versorgung für große Teile der Bevölkerung, von Ernährung. Das sind alles Themen, die uns auch als Hochschule und unsere Studierenden kontinuierlich beschäftigen und bewegen, in buchstäblich allen unseren Studiengängen in immer verschiedenen Facetten. Was wir als Hochschule unseren Studierenden immer mitgeben wollen, ist ein solides Grundgerüst für eine Orientierung in der Welt, für eine gefestigte demokratische Gesinnung, für die Fähigkeit, einen Standpunkt zu vertreten und letztlich auch wollen wir Ihnen umso wichtiger in der Zeit des Klimawandels und der zunehmenden Verschärfung von Ressourcen kämpfen, ein solides Gerüst an Methoden, Denkweisen und Methoden nachhaltigen Handelns mitgeben. Das sind alles Themen, die auch im Programm der vielen Dutzend, Hunderte Veranstaltungen dieser drei Tage der Europäischen Sommeruniversität hier vorkommen. Und deshalb ist es für uns geradezu ein Glück, dass wir hier der Ort sind, den Sie ausgewählt haben, die Europäische Sommeruniversität durchzuführen. Dass die ernsten Themen im Vordergrund stehen, ist das eine. Aber reden wir durchaus auch ein klein wenig noch von Spaß und Freude. Wir sind ja nun alle richtig froh darüber, dass wir nach der Pandemie mal wieder auf die Straße können, dass wir wieder Menschen treffen können und dass zur Europäischen Sommeruniversität auch viele, viele Gelegenheiten schön zu feiern gehören, Musik zu hören, Kultur zu genießen und das gehört auch dazu. Denn bei aller Ernsthaftigkeit der Herausforderungen, mit denen sich unsere Gesellschaft zu beschäftigen hat und mit aller Seriosität, mit der gerade unsere junge Generation sich bemühen muss, diesen Herausforderungen mit sehr viel Kompetenz zu begegnen, ohne Optimismus, ohne Zuversicht und ohne auch mal durchzuatmen und ohne auch mal tüchtig zu feiern, geht das wiederum auch nicht. Und deshalb ist ein schön ausbalanciertes Programm von Spaß und Freude und von Information und Diskussion Teil der Europäischen Sommeruniversität, der ich dann hiermit einen großartigen Verlauf und allen teilnehmenden Personen viel gute, anregende Gespräche und natürlich auch eine gute Unterhaltung bei Spaß und Freude wünsche. Vielen Dank fürs Herkommen. Ja, vielen Dank, Herr Grünewald. Herr Oberbürgermeister Heinrichs, darf ich Sie nach vorne ans Mikrofon bitten? Danke. Okay, dann darf ich Sie auch noch alle herzlich begrüßen. Gut, für die Dolmetscherinnen, dann können die das besser übersetzen. Herzlich willkommen in Mönchengladbach. Und es ist mir eine wirklich große Freude zu sehen, wie viele Menschen unterschiedlichen Alters den Weg hierhin gefunden haben in diese Stadt, die ich seit ungefähr 2 Jahren als Oberbürgermeister vertreten darf. Weil 2 Dinge unglaublich gut zusammenpassen. Mönchengladbach und das Thema soziale Bewegung. Mönchengladbach ist der Hort, in dem 1890 der sogenannte Volksverein gegründet worden ist.
Und für die damalige Zeit war das revolutionär, denn es ging darum, die Lebenssituation von Arbeitern in den Textilfabriken hier am Standort zu verbessern. Aber genauso, wie wir uns kritisch mit unserer Zukunft beschäftigen, müssen wir uns natürlich auch kritisch mit diesem Kapitel Vergangenheit beschäftigen. Und deswegen sagen wir aus einer heutigen Perspektive heraus natürlich, dass es zwar ein gutes Ansehen gewesen ist, dass das aber nicht mit unseren Maßstäben heute vielleicht kombinierbar ist. So ehrlich muss man dann sein. Weil worum ging es früher? Es ging natürlich darum, die Arbeitskraft zu erhalten. Es war eine Sicht von Unternehmern, diesen Volksverein zu gründen. Und trotzdem begann damit eine soziale Tradition hier in dieser Stadt und der Region, die teilweise eben über den Volksverein damals reichsweit, also in ganz Deutschland, gewirkt hat. Dass Sie hier hingekommen sind, zeigt, und dass die Hochschule, lieber Thomas Grünewald, auch offen dafür ist, zeigt, dass ein Diskurs notwendig ist in unserer Gesellschaft. Ein Diskurs darüber, was Gerechtigkeit bedeutet, was Nachhaltigkeit bedeutet. Und die Formen mögen unterschiedlich sein, solange Protest immer friedlich ist. Aber wir müssen deutlich machen, und da teile ich Ihre Ziele, dass eben ein Konsum wie in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten in der Zukunft nicht mehr sein kann. Dass Nachhaltigkeit verstanden als Trias aus Ökologie, Ökonomie und sozialem Ausgleich verstanden sein muss. Und dass es uns allen darum gehen muss, hier in der Region, und dann sind wir doch wieder in Mönchengladbach, einen Strukturwandel zu bewältigen. Denn klar ist, dass wir aus der Braunkohle aussteigen. Und für die Stadt Mönchengladbach war es nie eine Frage, ob Braunkohle gut ist oder nicht. Wir waren seit den 80er Jahren, seitdem Garzweiler hier rübergewandert ist, dagegen. Weil klar war, auch parteiübergreifend muss man sagen, an der Stelle klar war, dass mit dem Tagebau eben auch der Verlust von Heimat, von Land und natürlich auch ökologische Folgen verbunden sind. Und wenn man heute in Mönchengladbach sich bewegt, dann kommt man kaum an den Folgen dieses Bergbaus oder des Tagebaus vorbei, weil es sich eben auswirkt auf Grundwasser, weil es sich auswirkt auf Wegebeziehungen, weil es sich auswirkt auf das Zusammenleben von Menschen. Sie haben also einen guten Ort gewählt, um zusammenzukommen. Und auch wenn es nicht Paris ist oder eine andere große europäische Stadt, so ist es doch eine sehr schöne Stadt. Und ich hoffe, dass Sie nicht nur in den Hunderten von Workshops und Seminaren, die es geben wird an diesen Tagen, zueinander finden werden, dass Sie sich fortbilden werden, dass Sie kritisch diskutieren werden, sondern dass Sie eben auch die Zeit nutzen, um vielleicht ein bisschen die Stadt und die Region kennenzulernen, wenn Sie denn nicht vom Niederrhein kommen, dass Sie neue Kontakte knüpfen, denn das ist ein ganz wichtiges Band der Solidarität, denn solidarisch ist man immer mit anderen Menschen. Das ist kein abstrakter Begriff, sondern das ist etwas sehr Konkretes. Und in einer Zeit, wo wir eben mit Krieg konfrontiert sind in Europa, mit steigenden Energiepreisen, mit Unsicherheiten für viele, viele Millionen Menschen in unserem Land, in Europa und weltweit, muss man eben auch immer wieder groß schreiben, wie wichtig der Wert von Solidarität ist. Und auch da will ich ein ganz tolles Beispiel aus dieser Stadt abschließend benennen. Wenn es darum geht, Menschen, die auf der Flucht aus der Ukraine sind, unterzubringen, ist es gelungen, in Mönchengladbach über 1000 Menschen mittlerweile in Wohnungen unterzubringen. Dass wir eben nicht nur darauf setzen, große Flüchtlingsunterkünfte zu haben, wo Hunderte von Menschen auf engem Raum zusammenwohnen müssen, sondern dass es gelungen ist, ganz viele Menschen zu aktivieren, die bereit waren, eine Wohnung bereitzustellen, die bereit waren, teilweise auch ihre Miete zu senken, damit wir eben nach den Regeln, die wir nun mal haben, Menschen auch wirklich würdig in Wohnungen unterbringen können. Und ich glaube, das sagt auch etwas aus über vielleicht auch das geistige, das Mindset von Menschen, die hier leben. Und wenn Sie diese Menschen kennenlernen in den nächsten Tagen, wenn Sie diese Region kennenlernen, dann fahren Sie vielleicht auch noch mit einem anderen Bild vom Rheinland nach Hause, tragen das mit im Kopf, mit im Herzen. Und deswegen wünsche ich Ihnen viel Erfolg für diese Tagung. Ein bisschen Vergnügen und Spaß gehört eben auch mit dazu. Vor allen Dingen aber einen kritischen Diskurs und hoffe, dass Sie Mönchengladbach in guter Erinnerung behalten werden. Vielen Dank, viel Erfolg in Mönchengladbach. Ganz vielen Dank, Herr Heinrichs. Das macht Lust darauf, auch mal Mönchengladbach näher zu besichtigen. Dankeschön. So, bevor wir zu Birgit Mahnkopf kommen, möchte ich einmal ganz kurz unsere Hauptkoordinatorin, Projektleiterin Christiane Kühnrichs ans Telefon bitten, ans Mikrofon bitten. Sie ist diejenige, die jetzt einmal einen ganz großen Applaus verdient, neben allen anderen. Applaus
Christiane, das Wort an dich. Danke. Ja, hallo und guten Abend. Ich bin Christiane Kühnrich. Ich habe gemeinsam mit einem großen Team aus Ehrenamtlichen diese Veranstaltung, diese Europäische Sommeruni der sozialen Bewegungen 2022 seit mittlerweile über einem Jahr vorbereitet. Bevor wir in das Programm richtig einsteigen, noch ein, zwei, drei kurze organisatorische Hinweise von mir. Zuallererst und als Wichtigstes, das ist eine Mitmachveranstaltung. Das heißt, alle packen mal mit an, wo gerade Hilfe gebraucht wird. Wir haben dafür einen Raum hier im Erdgeschoss, WE08. Wer Zeit und Lust hat, mal hier und da aufzuräumen, an der Cafeteria zu helfen, Bänke zu tragen etc., bitte dort melden, Raum WE08, da gibt es immer Infos, wo gerade jemand gebraucht wird. Für die Leute, die auf dem Campingplatz nächtigen, der dringende Hinweis, bitte rauchen ist dort nicht gestattet, keine Feuer, keine Grills, keine Flammen, nichts. Wir haben hohe Brandgefahr zurzeit. Wer Wertsachen einschließen möchte oder schweres Gepäck kurzzeitig loswerden, kann das tun, auch im Erdgeschossraum WE08. Dann noch die Bitte von der Technik, die Übersetzungsgeräte, die einige von euch am Ohr haben, bitte unbedingt nach den Veranstaltungen immer wieder abgeben. Nicht behalten mit dem Gedanken, ich gebe sie am Sonntag wieder ab, immer nach den Veranstaltungen abgeben und dann wieder neu ausleihen. Und zum Schluss bittet unser Social-Media-Team darum, wer möchte, twittert gern zu der Veranstaltung, Instagram etc. Hashtag ist ESU22 bzw. ESU2022. Bei Fragen, Lob, Kritik, Anregungen, alles Mögliche, gerne Leute ansprechen, die so ein blaues Namensschild haben. Die wissen alle zumindest, wer was wissen könnte. Und damit war es das schon von mir. Ich wünsche uns allen viel Spaß, tolle Tage und eine gute Zeit. Ich stehe hier nur ganz kurz, um das Mikro direkt an Frau Professor Dr. Mahnkopf zu übergeben. Ich stelle sie rein. Schönen guten Tag, guten Abend. Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich mein Manuskript vorlesen werde. Ist nicht sonst meine Art, aber ich habe den Text schon an die Übersetzer gegeben und es ist für sie deutlich leichter, als wenn ich hier so drauf losschwadroniere. Zu dem Thema ist Folgendes zu sagen. Es ist mir vorgegeben worden und wenn man den Titel liest, Die Welt im Wandel, aber wohin, kann man hier sagen, ist ja ein recht noch näher. Ah. dann kann man ja nur sagen, ist ja eigentlich ein eher profaner Titel. Moderne kapitalistische Industriegesellschaften gelten ja nicht zuletzt deswegen als die Spitze der menschlichen Entwicklung, weil sie über scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten verfügen, den ökonomischen, den technologischen, den sozialen, den politischen Wandel zu befördern. Nun, meist geschieht dieser Wandel inkrementell, also schrittweise, manchmal aber auch abrupt und mit den von Josef Schumpeter beschworenen kreativen Zerstörungen, die freilich aus ökologischer Sicht viel häufiger so etwas wie zerstörerische Kreationen sind. Auch die Rede vom Klimawandel legt es nahe, dass die Erwärmung der Erde sukzessive vor sich geht. Gleichwohl wissen wir seit langem, dass wenn bestimmte Kipppunkte der biophysischen Systeme der Erde erreicht sind, es keine allmähliche Verschlechterung der Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und Pflanzenwelt gibt, sondern dass es zu kaskadenartigen Dominoeffekten kommt, die dann zu irreversiblen, also nicht mehr rückholbaren Zusammenbrüchen von Ökosystemen führen. Heute zeigt sich, dass die Komplexität der Wechselwirkungen in den Modellen des Weltklimarates
wohl grundsätzlich unterschätzt wurde. Gegenwärtig befinden wir uns nämlich auf einem Pfad, der bis zum Ende dieses Jahrhunderts zu einer gegenüber dem vorindustriellen Level Erderwärmung von 3 Grad Celsius und mehr führen wird. Es entsprach allerdings der Logik der Klimaverhandlungen von 2015, sich auf die in der nahen Zukunft zu erwartende eher niedrigere Erderhitzung von 1,5 bis 2 Grad Celsius zu orientieren. Und man muss sagen, auch die Gemeinschaft der Klimaforscher, die nicht als Panikmacher diskreditiert werden wollten, haben dabei mitgespielt, die Annahmen über eine nahende ökologische Katastrophe eher abzuschwächen. Nun, weil das System des industriellen Kapitalismus fokussiert auf fossile Energie, abhängig von diesem wie nichts, weil dieses System nicht in Frage gestellt werden soll, gehören schön reden und vor allen Dingen schön rechnen zur üblichen Praxis von politischen Entscheidungsträgern auf nahezu allen politischen Ebenen. Doch auch Nichtregierungsorganisationen und einige zivilgesellschaftliche Organisationen haben sich an diesem gefährlichen Spiel des Selbstbetrugs beteiligt. Meist in der Überzeugung, dass politische Entscheidungen unbedingt attraktiv sein müssen. Vor circa 2 Wochen, also zu Beginn des August dieses Jahres, sind nun die wohl einflussreichsten Klimaforscher der Welt mit einer Publikation an die Weltöffentlichkeit getreten. Unter dem Titel Climate Endgames plädieren sie dafür, unbedingt die Worst-Case-Szenarios in den Blick zu nehmen, die sich aus der Erhitzung des Erdklimas um 3 Grad Celsius und mehr bis zum Ende dieses Jahrhunderts ergeben werden. Wir sind also dabei, in einer Spanne von nicht einmal 100 Jahren uns zurück zu katapultieren zu Temperaturen, wie sie in der frühen Phase des Eozäns vor sage und schreibe 50 Millionen Jahren gegeben hat. Also lange bevor vor 12.000 Jahren der Mensch, wie Max Frisch ausdrückte, im Holozän, diesem furchtbar menschenfreundlichen Zeitalter, erschienen ist. Es ist damit zu rechnen, dass als Folge einer historisch gänzlich anormalen Wachstumsdynamik die durch den gerade einmal 250 Jahre alten modernen Industriekapitalismus auf fossiler Basis in Gang gesetzt worden ist, lebenserhaltende Ökosysteme kollabieren. Ich will Sie jetzt nicht darüber belehren, welche das sind, Sie kennen sie die alle. Aber auch vielerorts ist es bereits heute so, bei einer gerade mal etwas über 1 Grad Celsius liegenden Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Level, dass der Nexus zwischen Wasser, Energie und Nahrungsmittelproduktion, und das ist die Grundlage allen Lebens auf diesem Globus, dass er so weit zerrissen ist bereits, dass die Ernährungssicherheit für Milliarden von Menschen auf lange Zeit nicht mehr gewährleistet werden kann. Von einem sanften und beherrschbaren Wandel, wie im Titel angekündigt, kann also bei einem Übergang zu einem um 3 Grad heißeren Planeten wahrhaftig nicht die Rede sein. Das gilt auch hinsichtlich von vielen Krankheiten, die damit verbunden sind, insbesondere mit Zoonosen wie Covid-19 eine ist. Gleichzeitig muss aber in Zeiten wachsender existenzieller Not in vielen Gesellschaften mit einer Zunahme von gewaltsamen inner- und zwischenstaatlichen Konflikten gerechnet werden. Die erwähnte Studie dieser Klimaforscher warnt in diesem Zusammenhang vor, ich zitiere, synchronem Scheitern. Das global auf Länder und auf Systeme, ökonomische, technologische, alle möglichen von Menschen gemachten Systeme ausgreifen könnte, vergleichbar der Domino-Dynamik, die globale Finanzkrise in den Jahren 2007, 2008 ins Rollen brachte und dann fast nicht mehr zu stoppen war. Vor diesem Hintergrund lautet die Leitthese meines Beitrags wie folgt. Wir haben es heute mit einer Vielzahl von Entwicklungen zu tun, die sämtlich darauf verweisen, dass 2 Prinzipien, auf denen der moderne Industriekapitalismus
beruht, grundsätzlich in Frage gestellt werden müssen. Zum einen ist es die Freisetzung der Märkte aus jeglicher gesellschaftlicher Kontrolle und ihre Überantwortung an ein zutiefst inhumanes Prozedere, nämlich die Steuerung von Angebot und Nachfrage nach Waren jeglicher Art, allein durch einen Preis, der sich auf unregulierten Märkten bildet. Zum anderen handelt es sich um das Prinzip, durch die Nutzung von fossilen Energieträgern die Energieproduktion pro Hektar Land zu steigern. Obwohl wir doch wissen, seit Kant, der das so ausgedrückt hat, dass es sich bei der Erde um eine Kugelfläche handelt, wo nun mal das Land nicht vermehrbar ist. Nur wenn es uns in sehr kurzer Zeit gelingt, die menschliche Zivilisation so zu organisieren, dass sie ohne die kapitalistische Akkumulationsdynamik auskommt und mit einem sehr viel geringeren Energieverbrauch, als wir ihn vor allen Dingen in den altindustrialisierten Ländern des globalen Nordens haben, gibt es für die Menschheit auf diesem einstmals so schönen blauen Planeten noch eine Zukunft. In einem ersten Argumentationsschritt, obwohl mich das Zeit kostet, aber ich denke, in dem Kontext dieser Sommeruniversität wäre das durchaus angebracht, sich einmal daran zu erinnern, was sich eigentlich alles nicht gewandelt hat, obwohl viele von uns, die hier im Raum sitzen, daran 30 Jahre versucht haben, mitzuwirken. Denn eine Rückerinnerung an den ausgebliebenen gesellschaftlichen Wandel, es ist keine erfreuliche Einsicht, bringt uns auf den Hinweis, dass all unsere Versuche, eine Regulierung der Globalisierung zu bewerkstelligen, faktisch misslungen sind. Die großen Versprechen der Globalisierung wurden sämtlich gebrochen. Erstens haben weder die Öffnung der Märkte für Arbeit, für Kapital, für Waren, für Dienstleistungen und in einem geringeren Umfang auch für Arbeit, sowie die Vertiefung der globalen Arbeitsteilung, aber auch nicht die Verbilligung von Gütern und Dienstleistungen dazu geführt, dass es zu der erwarteten parallelen Entwicklung gekommen wäre, nämlich einer globalen Verbreitung von Demokratie, Menschenrechten und Frieden. Zweitens haben die liberalisierten und deregulierten Kapitalmärkte zu einer enormen Zunahme aller Art von Spekulation geführt. Der Fokus wirtschaftlicher Aktivitäten liegt seit Jahrzehnten weitaus stärker nicht auf der produktiven Wertschöpfung zur Deckung essentieller menschlicher Bedürfnisse, sondern auf raschen und hohen Zinsgewinnen und auf der Mehrung von Shareholder Value. In der Folge sind wir heute drittens auf der einen Seite mit exorbitant gestiegenen Geldvermögen konfrontiert, die mit immer ausgeklügelteren Methoden weltweit nach neuen Anlagemöglichkeiten suchen und auf der anderen Seite mit dem spiegelbildlichen Zuwachs von privaten, aber vor allen Dingen von souveränen Schuldnern. Die souveränen Schuldner, also die Staaten, sehen sich dadurch zuvorderst in einer Verantwortung gegenüber den Geldvermögensbesitzern und nehmen, wenn überhaupt, ihre Rechenschaftspflicht gegenüber den Wahlvölkern nur in zweiter Linie wahr. Das befördert in vielen Ländern der Welt autoritäre und xenophobe, ja, ich würde sagen, Konterrevolutionen. Viertens hat die Durchsetzung eines einheitlichen Weltmarkts für Waren und Dienstleistungen und in einem gewissen Umfang auch für Arbeit zwar zur Etablierung vieler globaler Standards geführt, Standards für technische Normen, für Preise, für Produktionsstandards, doch es gilt weitaus weniger eine Verbreitung auch von global gültigen Arbeits- und Menschenrechtsnormen, noch viel weniger von universellen Umweltnormen. Mit der von Karl Marx als eine Tendenz in seiner Zeit, als eine Tendenz beschriebenen, zu Beginn des 21. Jahrhunderts aber tatsächlich vollendeten Weltmarkts, kam es zugleich fünftens zu einer weltumspannenden, global vernetzten Produktion. Das aber bedeutet, dass Marktteilnehmer nunmehr gezwungen sind, egal wo sie leben und was sie produzieren, sich am unteren Ende der Wertschöpfungsketten als Preisnehmer zu verhalten. Denn wer sich nicht als Standardsetzer qualifiziert, kann nur versuchen, die von anderen gemachten Preise zu unterbieten. Das geschieht durch niedrige Löhne, durch die Verletzung geltender Arbeitsnormen und häufig auch durch die Verletzung grundlegender Menschenrechte und Umweltstandards.
am oberen Ende der Wertschöpfungskette hat aber derselbe Prozess zu einer enormen Kapitalkonzentration geführt und diese begünstigt die Konversion von ökonomischer Macht in politische Einflussnahme. Diese Art der Globalisierung der letzten Jahrzehnte hat bekanntlich zu einem dramatischen Zuwachs an ökonomischer und sozialer Ungleichheit geführt. Ja, auch in Europa und in den reichen Ländern des globalen Nordens. Weitaus mehr aber in der von Dieter Sengers so bezeichneten Nicht-OECD-Welt, in der die große Mehrheit der Weltbevölkerung lebt. Auch wenn die deutsche Außenministerin noch immer von einer regel- und normbasierten Außenpolitik fantasiert, so stellt sich die Realpolitik im Jahre 2022 anders dar. Die Vision als Vision war Global Governance kurzfristig zur Selbstermutigung durchaus geeignet. Heute aber erweist sie sich, um die neuerdings wieder salonfähige Sprache des Militärs zu bemühen, als ein Rohrkrepierer. Auch die EU ist längst kein Role Model mehr für die Herausbildung einer solchen Ordnung. Keine normative Macht, die für Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Frieden, soziale Sicherheit und ökologische Nachhaltigkeit steht und beispielgebend für andere Staaten wirkt, sowohl in ihren Innen- wie in ihren Außenverhältnissen. Wie das andere veraltete Rollenmodell, das American Way of Life, so kommt auch das europäische Modell nicht ohne den nach innen gerichteten Schutz durch Mauern der Ungleichheit aus und ohne die brutale, häufig todbringende Ausschließung von Menschen durch den Einsatz von militärischen Mitteln an seinen Außengrenzen. Nein, zum Glück geschieht dies gegenwärtig nicht gegenüber Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, jedenfalls dann nicht, wenn sie eine weiße Hautfarbe haben. Dafür umso unerbittlicher gegenüber Menschen, die weniger weiß und uns weniger ähnlich sind als ukrainische Staatsbürgerinnen. Die harte Seite der sogenannten wertebasierten europäischen Außenpolitik bekommen vornehmlich Menschen zu spüren, die aus der Sahelzone, dem Nahen Osten oder aus den von den USA und ihren NATO-Verbündeten mit brutalen Sanktions- und Interventionskriegen überzogenen Staaten in Vorderasien fliehen. Freilich wissen wir seit vielen Jahren, dass die wachsende Ungleichheit in den europanahen Regionen des globalen Südens vor allen Dingen deswegen viele Menschen in die Flucht, zuerst in die großen Städte der eigenen Länder und die Jungen von ihnen dann häufig auch weiter bis nach Europa treibt, weil das Leben in den ländlichen Regionen ihrer Herkunftsregion zu einer Qual geworden ist. Wir sind auch über die Ursachen dieser Qual bestens informiert. Die durch internationale Organisationen erzwungene Liberalisierung der Landwirtschaft, den unerbittlich ebenfalls von internationalen Organisationen durchgesetzten Schuldendienst, die die Regierungen vieler sogenannter fragiler Staaten leisten müssen und so weiter und so weiter. Vor allem aber wissen wir, dass es die Folgen einer zur neuen Normalität gewordenen ökologischen Katastrophe sind, die heute und in naher Zukunft immer mehr Menschen auf den lebensgefährlichen Weg nach Europa treiben. Seien dies langanhaltende Dürreperioden, desaströse Überschwemmungen, Feuerwalzen oder Heuschreckenschwärme biblischen Ausmaßes. Ebenso sind es aber auch viele inner- und zwischenstaatlichen Konflikte, die befeuert durch die leicht zugänglichen Waffen jeglicher Art diese ökologischen Krisen begleiten und verstärken. Weniger sicher bin ich mir, ob wir zumindest hier auf der Europäischen Sommeruniversität der sozialen Bewegungen auch darin übereinstimmen, dass eine adäquate politische Antwort auf diese zunehmend chaotischen Konflikte notwendig ist, die tatsächlich radikale politische Maßnahmen bedeuten würde. Und zwar solche, die notwendigerweise in die Eigentumsinteressen vieler Akteure und ja auch in die Freiheitsrechte vieler Menschen eingreifen müssten. Seit Jahrzehnten ist ja bekannt, dass der riesige ökologische Fußabdruck der europäischen Bürgerinnen dramatisch schrumpfen muss, aber vor allem der deutschen Europäerinnen. Denn wir Deutschen haben bereits am 4. Mai dieses Jahres und nicht erst am globalen Erdüberlastungstag am 28. Juli 2022
mehr Holz, Pflanzen, Nahrungsmittel und so weiter verbraucht, als in einem Jahr nachwachsen kann und weit mehr CO2 ausgestoßen, als Ozeane und Wälder absorbieren können. Wir wissen inzwischen aber auch recht gut, welches die harten Eckpfeiler eines ökologischen Imperativs wären, an der sich jegliche Politik auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene ausrichten müsste. Die Dimensionen, um die es dabei geht, lassen sich für Deutschland als dem führenden Industrieland der Europäischen Union vereinfacht so verdeutlichen. In Deutschland geht es schlichtweg darum, sämtlichen Ressourcenverbrauch zurückzuführen, zunächst auf den der 1970er Jahre, dann in einem zweiten Schritt auf den der 1960er Jahre, um bei dem der 1950er Jahre zu landen. Mit den technologischen Fortschritten, die wir seither gemacht haben, muss das nicht ein Verlust von großen zivilen Vorteilen mit sich bringen. Das würde allerdings selbstverständlich weitaus größere Einschnitte für die Reichen und die Mittelklassen bedeuten müssen, aber seien wir ehrlich, auch die ärmeren Schichten in den europäischen Gesellschaften müssten wohl den Konsum von nicht lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen drastisch einschränken, entweder freiwillig oder eben im Rahmen einer Managed Austerity, also einer gesteuerten Sparsamkeit. Ganz sicher aber lässt sich eine sozialökologische Transformation nicht dadurch realisieren, dass unser gewaltiger Verbrauch von fossilen Energieträgern durch die Elektrifizierung aller gesellschaftlichen Aktivitäten substituiert wird. Noch mehr. Und dies im Vertrauen darauf, dass die gewaltigen Strommengen dann aus erneuerbaren Quellen bezogen werden können. Denn das ist schlichtweg unmöglich. Nein, ein Umstieg auf erneuerbare Energieträger würde es uns nicht ersparen, mit jener Zauberformel, die ich erwähnt habe, zu brechen, nämlich der, dass die Wachstumsdynamik des modernen Industriekapitalismus seit 250 Jahren auf der gesteigerten Energieproduktion pro Hektar prinzipiell nicht vermehrbarer Fläche Land beruht. Es mag vielfältige Doppelnutzungsmöglichkeiten für viele Hektar Land auf dem Globus geben, doch um die größte aller drohenden ökologischen Katastrophen wenigstens abzuschwächen, nämlich eine weitere Zerstörung der Artenvielfalt, müssten bis zu 50% nach Angaben der Wissenschaftler der Lebensräume auf diesem Planeten unter Schutz gestellt und einer menschlichen Nutzung zumindest sehr weitgehend entzogen werden. Das würde bedeuten, dass alle Bedürfnisse aller Erdenbürger nur durch einen sehr sparsamen Umgang der verbleibenden Hälfte von Land gedeckt werden könnte. Das ist letztlich der ökologische Imperativ, den wir eigentlich befolgen müssten. Nun, eine solche Aussicht dürfte selbst bei Akteuren der europäischen sozialen Bewegung die Begeisterung für eine sozialökologische Transformation dämpfen. Doch ist das nicht dieses wenig rosige Bild, das wir uns von einer derartigen Transformation machen müssen, welches uns erschrecken muss, sondern eher der Sachverhalt, dass eine solche Transformation des fossilen Kapitalismus im Sommer 2022 nirgendwo auf der Tagesordnung steht. In Deutschland, sorry, ich habe hier wieder Chaos gemacht. Und jetzt muss ich in der Tat dann doch ein Thema berühren, das nicht vermeidbar ist. Denn kaum hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und geopolitische Schachzüge, die keineswegs allein auf das russische Konto gehen, uns mit der Notwendigkeit konfrontiert, im kommenden Winter mit weniger Energie auskommen zu müssen, werden nahezu alle energiepolitischen Weichen, die einen European Green Deal einleiten sollen, in Windeseile demontiert. Der Finanz- und Wirtschaftskrieg, mit dem die NATO-Staaten Russland in die Knie zwingen wollen, machen den European Green Deal faktisch zu einem Fake-Programm. Das im März 2022 beschlossene Repower-EU-Programm ist ein energiepolitischer Skandal. Erlaubt es doch für die Dauer von 5 bis 10 Jahren
5% mehr Kohleverbrennung in der Europäischen Union. Also 100 Terawatt pro Jahr, nur um eine Vorstellung zu geben, das ist der Energieverbrauch ganz Belgiens. Allerdings wird die Kohle nun nicht mehr aus Russland, sondern per Schiff aus dem fernen Australien, aus Südafrika, aus Kolumbien herangeschafft. Der Ausbau der Atomenergie, gleichzeitig beschlossen und als Anlagesphäre von der Europäischen Kommission empfohlen, geschieht in Ungarn, in Tschechien, in der Slowakei, in Belgien, in Großbritannien und natürlich in Frankreich. Aber das wird dazu führen, dass im Jahre 2030 Millionen Megawatt an erneuerbarer Energie, so wie sie dann haben werden, aus dem europäischen Stromnetz herausfliegen. Weil, wenn es zu einem Überangebot an Strom kommt, müssen sie rausfliegen, weil man Atomkraftwerke einfach nicht abschalten kann, so von heute auf morgen. Zudem gab es zwar auch schon vor Beginn des Krieges in der Ukraine in der Europäischen Union, aber dank unserer großen Nachfrage auch in Russland und in der Ukraine, infrastrukturelle Lock-ins, also Einschließungsmechanismen in das fossilistische Regime, die wirklich nicht leicht zu beseitigen waren und sind. Seit ein paar Monaten aber erleben wir, zusätzlich zu dem schrecklichen Krieg in der Ukraine, ein absurdes Sanktionstheater, das die europäischen Staaten in Sachen Energiepolitik aufführen, und dieses hat das Potenzial, zu einer selbstmörderischen Farce zu werden. Erst wurde ein Teilembargo auf 2/3 aller Ölimporte aus Russland beschlossen, mit der Folge, dass nun ein anderes, ebenfalls in einen mörderischen Krieg verwickeltes und für seine Menschenrechtsverletzungen berüchtigtes Regime, nämlich das in Saudi-Arabien, zu einer Ausweitung seiner Ölförderung gedrängt wird. Nach den Plänen von Repower Europe sollte bis Ende 2022 nur noch ein Drittel so viel Gas aus Russland importiert werden wie zuvor. Gleichzeitig ist aber von einem Gaskrieg Russlands gegen uns die Rede, weil Gazprom als Antwort auf die Finanzsanktionen der NATO-Staaten, die Russland vom internationalen Devisenverkehr ausgeschlossen haben, auf der Bezahlung in Rubel bestanden hatte. Nun, und in Deutschland, das vom russischen Gas besonders abhängig ist, wird seit einiger Zeit immer wieder behauptet, Russland breche die langfristigen Gasverträge, obwohl niemand weiß, welche Mengen Gas der russische Staatskonzern Gazprom zu liefern verpflichtet ist und ob das Unternehmen im Augenblick 50% oder lediglich 2% der vertraglich vereinbarten Menge liefert. Denn diese Verträge sind geheim und sie werden geheim bleiben. Der tatsächlich von Seiten der westlichen Mächte in Gang gesetzte Energiekrieg, der seinen Anfang nahm, mit dem von den USA erzwungenen Aus für die Pipeline Nord Stream 2, treibt selbstverständlich die Preise für alle fossilen Energieträger in schwindelerregende Höhen. Und dann natürlich auch für viele Industriegüter, die von diesen abhängig sind. Daher haben sich nach Daten der Internationalen Energieagentur die Nettoeinnahmen der großen Energiekonzerne im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Ein Großteil der Windfall-Profits nutzen die Aktionäre von Shell, BP und Co., um Dividendenausschüttungen vorzunehmen und ihre eigenen Aktien zurückzukaufen. Russisches Pipeline-Gas entweicht natürlich weiter aus der Erde, denn Pipelines kann man nun nicht einmal mit einer Handbewegung einfach umdrehen und in eine andere Richtung fließen lassen. Und das heißt, es wird zu großen Teilen abgefackelt, verursacht also große Mengen an klimaschädlichen Emissionen, zusätzlich zu dem, was wir uns an Gas von anderen Orten der Welt beschaffen. Gleichzeitig heizen die Europäer, allen voran die deutsche Bundesregierung, die Nachfrage nach dem noch weit umweltschädlicheren Fracking-Gas an, egal woher das auch kommen mag und egal zu welchem Preis sie es beziehen müssen. Dazu werden im Golf von Mexiko genauso gut wie an europäischen Küsten horrende Investitionen in neue Infrastrukturen für die Verflüssigung, für den Transport und für die Wiedervergasung von Fracking-Gas getätigt.
Diese Investitionen aber zahlen sich nur dann aus und müssen nicht als Stranded Assets abgeschrieben werden, wenn solche Infrastrukturen tatsächlich wenigstens 30 Jahre in Betrieb bleiben. Und in 30 Jahren, bitteschön, da wollte die Europäische Union doch bereits klimaneutral sein. Hinzu kommt, dass weder von den Politikern noch von den Wirtschaftsbossen in der EU nicht nur nichts unternommen wird, um die Kriegsparteien Russland und Ukraine zu Friedensverhandlungen zu drängen. Ganz im Gegenteil. Es werden stattdessen riesige Summen für die Militarisierung der EU aufgewendet. Allein in Deutschland fließen allein 100 Milliarden zusätzlich in den Verteidigungshaushalt, derweil völlig unklar ist, wie die allein für Deutschland auf 600 Milliarden geschätzten Investitionskosten für den angekündigten Ausbau von Wind- und Solarstrom finanziert werden sollen. Zugleich werden parallel zu den faktischen explosiven Bomben auch noch riesige Carbon Bombs gebaut. Als Carbon Bombs haben Journalisten des Guardian die fast 200 neuen großen Öl- und Gasprojekte bezeichnet, die in diesem Jahr vorangetrieben werden. Nach ihren Berechnungen ist damit zu rechnen, dass zusätzlich zu den 36,5 Milliarden Tonnen CO2, die wir jedes Jahr ausstoßen, durch diesen Ausbau, durch diese Carbon Bombs, noch einmal 1 Milliarde zusätzlicher CO2 emittiert werden. Kurzum, der Krieg in der Ukraine wird zum Anlass genommen, den Krieg gegen den Planeten in eine neue Eskalationsstufe zu treiben. Dieser Krieg gegen den Planeten kann keine Sieger kennen, aber er geht vor allem zu Lasten von Milliarden Menschen in den Ländern des globalen Südens und zu Lasten der jungen Menschen unter uns. Denn energiepolitische Weichen, die in den wenigen Jahren bis 2030, also in 8 Jahren, in die falsche Richtung gestellt werden, setzen ihre Zukunft auf ein Gleis, auf dem nur Züge fahren, die auf einen Abgrund zusteuern. Daher wäre es zu wünschen, dass diese Europäische Sommeruniversität vor allem eine Botschaft an die europäische Öffentlichkeit senden möge. Nichts braucht Europa heute dringlicher als Frieden. Wenn Europa keine Friedensmacht... Wenn Europa aber keine Friedensmacht mehr werden will, wird der uns und dem Rest der Welt bevorstehende Wandel nur unregierbares Chaos, Gewalt und Zerstörung bedeuten. Wenn es nicht gelingen sollte, in Europa eine große Friedensbewegung in Gang zu setzen, da frage ich mich, wozu braucht es dann noch soziale Bewegungen? Wer wird dann in einer Krise der Zivilität im Innen- wie im Außenverhältnis der europäischen Völker, die sich schon heute abzeichnet, dieser noch entgegentreten können? Wenn die europäischen sozialen Bewegungen sich nicht als eine den Kontinent übergreifende Friedensbewegung neu erfinden, werden sie, so vermute ich, in den bevorstehenden harten Konflikten wohl entbehrlich sein. Gewiss, dafür braucht für eine solche Perspektive bräuchte es zuerst die Einsicht, dass dem fossilen Kapitalismus die Grundlage entzogen werden muss. So sehen es jedenfalls die jungen Aktivisten, die unter dem Slogan End Fossil Occupy für den Herbst in der ganzen Welt Schulen und Universitäten besetzen wollen. Ich teile ihre Sicht und zitiere deshalb aus ihrem Aufruf. We need to be more disruptive than ever. As that's our only chance for survival. We need to disrupt business as usual and start with a space where we have the power to mobilize and organize our schools and universities. Es kommt noch ein Satz danach, und der heißt, universities and schools, they train us for a world that has no future, a world of fossil capitalism. Andere Ziele für die europäischen sozialen Bewegungen werden in den kommenden Tagen in vielen Workshops und Foren zur Sprache kommen. Aus meiner Sicht aber stellt End Fossil Capitalism das übergeordnete und daher wichtigste aller Ziele dar. Dankeschön.
So, ich stehe jetzt noch ein letztes Mal hier, eigentlich um an Attac Frankreich zu übergeben, aber vielleicht gucken wir dann kurz nochmal zusammen auf das Banner und übergeben das Wort an Stefan. Ja, hallo zusammen. Wir möchten hier jetzt für euch ankündigen, dass wir auch im Rahmen dieser Sommeruniversität am Samstag eine große Aktion vorhaben. Wir sind hier vor den Toren des größten Braunkohleabbaugebiets der Welt. Hier in Garzweiler werden klimaschädliche fossile Energien, wird hier fossiler Brennstoff abgebaggert ohne Ende. Und ein Dorf, Lützerath, ist akut vom Abbaggern bedroht. Wir starten hier zusammen, halte das mal ein bisschen höher, wir starten am Samstag um 16 Uhr. Wir haben genug Busse organisiert, damit ihr alle teilnehmt an einer Aktion, die dort in Lützerath stattfinden wird. Bitte kommt alle um kurz vor 16 Uhr zum Zelt draußen, wo es Kaffee gibt, zum Kaffeezelt, und dort starten wir dann zu einem Spaziergang und zu einer angemeldeten rote Linienaktion. Wir wollen eine große rote Linie machen, die deutlich macht, hier endet der fossile Abbau, hier ist Ende Gelände, hier ist Schluss, hier ist das 1,5-Grad-Ziel. Im Weiteren werden wir noch eine große Aktion machen mit einem X. Wir wollen ein großes, tolles Bild machen, das mit Drohnen aufgenommen wird. Und wir werden dort noch weitere kleine Aktionen machen. Bitte wendet euch an mich oder an Emilio, der hier drüben steht, wenn ihr da dann noch teilnehmen wollt. Also an der kleineren Aktion, da brauchen wir noch Freiwillige, die werden wir noch einweisen. Und wir sind um 20 Uhr mit den Bussen zurück. Es ist Platz für jeden. Wir haben alles organisiert. Ihr seid herzlich willkommen, teilzunehmen. Am Samstag um 3:45 draußen am Zelt, wo es Kaffee gibt. Ihr seid herzlich eingeladen. Seid dabei. Stop that Klimakiller. Dankeschön, und dann weiter im Programm. Schön, dass ihr alle da seid. Hi, can everyone hear me? Okay. So I'm Alice from Attac France, and this is... I'm Annick from Attac France. Okay. I'm going to speak in English because I believe this is the language most of you can understand. Annick is going to speak in French. And I'm sorry I didn't have time to print my notes, and as the previous speaker, I need to follow what I've written for some parts for the interpreters. Also, I'm going to explain about the orange vest very soon. But first, the second part of this opening session, and please bear with us until the end, is going to be a mix of music and speakers who are going to testify to the diversity of all the movements represented in this summer university. And first, we are going to start with a song. So Gert Schinkel is a songwriter and a singer, and is going to share with us a few traditional protest songs. Oh yes, thanks. And we're going to circulate the lyrics of the songs. They are in German and English.
Schönen guten Abend. Da muss noch mehr Saft drauf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, da ist. Ist jetzt ein gewisser Pegel erreicht. Ich hoffe, dass ich verständlich bin. Ja, es wurde ein Sänger gesucht, der Lieder singt aus den sozialen Bewegungen. Ich schreibe seit 52 Jahren selber Lieder für soziale Bewegungen, für diverse. Und bin aber gefragt gewesen, dass ich sozusagen die Hymnen der Bewegungen in zwei Sprachen oder in einer fremden Sprache singen sollte. Und da habe ich dann den Vorschlag gemacht, dass ich 4 Lieder insgesamt über den Abend verteilt singen werde, die ich in die deutsche Sprache übertragen habe, nicht übersetzt habe. Übersetzungen mit Liedern ist immer ein bisschen schwierig. Das geht dann in Prosa besser, sonst sind sie nicht mehr singbar. Und ich fange einfach an mit einem Lied, geschrieben hat das Anne Finney, eine amerikanische Singer-Songwriterin, die ein Thema aufgegriffen hat, das hier bei uns in den Auseinandersetzungen der sozialen Bewegungen immer wieder eine Rolle spielt. Have you been to jail for justice? Ich werde es zweisprachig singen. Was it Cesar Chavez or Rosa Parks that day? Some say Dr. King or Gandhi set them on their way. No matter who your mentors are, it's pretty plain to see. If you've been to jail for justice, you're in good company. Have you been to jail for justice? I want to shake your hand. Cause sitting in and lying down are ways to take a stand. Have you sung a song for freedom or marched that picket line? Have you been to jail for justice? Then you're a friend of mine. Wer war es gewesen, der den Weg als erster ging? War es Mahatma Gandhi oder Martin Luther King? Egal, wenn man vorausging, man erkennt es gut. Wer wie sie in Knast geht für Gerechtigkeit ist. Wer in Knast geht für Gerechtigkeit, dem reich ich die Hand. Mit Sitzblockaden totstellen zeigst du Gewissen und Verstand. Und singst du laut für Freiheit, hakst im Protest dich ein. In Knast gehst für Gerechtigkeit, will ich dir zur Seite sein. You law-abiding citizens, come listen to this song. Laws are made by people and people can be wrong. Once unions were against the law, but slavery was fine. Women were denied the vote while children worked the mine. Gesetzestreue Bürger, dies für euch gesungen wird. Gesetze sind von Menschen, viele haben sich geirrt. Viel war früher verboten, doch Sklaverei erlaubt. Frauen ohne Wahlrecht, der Mann hat sich im Recht geglaubt. The more you study history, the less you can deny it. A rotten law stays on the books, till folks with guts defy it. Blick in die Geschichte und dann gib es auch zu. Falsches Recht bleibt falsches Recht, dich wehren solltest auch du. Und zeigt zivilen Widerstand, gewaltfrei im Protest. Und lern aus der Geschichte, dass sich Unrecht ändern lässt. The law's supposed to serve us and so are the police. But when the system fails, it's up to us to speak our peace. We must be ever vigilant for justice to prevail. Get courage from your convictions, let him haul you off to jail. Das Recht soll Menschen schützen, das soll auch die Polizei. Wenn dies System versagt, dann machen wir uns davon frei. Lasst uns tapfer streiten für Gerechtigkeit.
Mut wächst aus Überzeugung, sei zum Widerstand bereit. Have you been to jail for justice? I wanna shake your hand. Cause sitting in and lying down are ways to take a stand. Have you sung a song for freedom or marched that picket line? Have you been to jail for justice? Then you're a friend of mine. Den Knast geht für Gerechtigkeit, den reich ich die Hand. Mit Sitzblockaden totstellen zeigst du Gewissen und Verstand. Und singst du laut für Freiheit, hakst im Protest dich ein. Den Knast gehst für Gerechtigkeit, will ich dir zur Seite sein. Den Knast gehst für Gerechtigkeit, will ich dir zur Seite sein. Dankeschön. Mein Name steht übrigens nicht in diesem Heft drin. Ich bin aber nicht einer von denjenigen, die bewusst darauf verzichten, zu sagen, wie sie heißen oder irgendeinen Fantasienamen nehmen. Ich heiße Gerd Schinkel und ich singe gerne dort, wo man diese Art von Liedern hören will. Now we're going to have a 5-minute break. That was not planned, but I'm told that most of the German participants don't have this very important tool that they need in order to understand me. Because I've been asked to speak in French, actually, because the interpreters need to rest and it would be easier for them if I spoke in French. So you're going to need this if you want to understand. So a 5-minute break so that everyone can be equipped. Thanks.
oui, ça marche, oui. On va reprendre pour ne pas perdre trop de temps et ne pas finir ensemble trop tard. Donc, merci à tous ceux et celles qui sont dans la salle de vous asseoir et de faire silence. Je vais donner la parole à Alice qui va présenter la démarche. Merci, merci. Donc Alice va présenter la démarche du processus qui s'est mis en place et de ce qui va se passer pendant cette université d'été des mouvements sociaux autour de la mise en place d'un groupe anti-oppression. Ça nous semble quelque chose de particulièrement important que dans un événement comme l'université d'été des mouvements sociaux, nous ayons collectivement cette démarche. Alice, à toi. Merci. Alors, on m'a demandé d'intervenir en français. Donc, en fait, ce qui est bien pour les interprètes, c'est que comme je vais traduire mon propre texte vers le français, ça va me prendre un peu plus de temps, ça va être plus long, et c'est très bien pour elles et eux. Donc, le groupe anti-oppression, enfin, ou l'équipe anti-oppression, ou Awareness Team, en fait, part du principe que il y a des structures de pouvoir dans la société dans son ensemble et que ces structures de pouvoir tendent à se reproduire à l'intérieur des mouvements sociaux, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et comme nous avons tous et toutes grandi dans un monde qui tolère et même promeut malheureusement le sexisme, l'hétérosexisme, le racisme, le validisme, le classisme ou la grossophobie, pour ne nommer que quelques oppressions, eh bien, il est difficile de ne pas les reproduire, même inconsciemment, ces oppressions. Alors, on n'est pas forcément responsable, du coup, de tout ça. Par contre, on est responsable de ne pas forcément reconnaître que ces oppressions existent, que des mots, que des actes ou que des modalités d'organisation peuvent refléter, merci, les différents systèmes d'oppression qui existent à l'intérieur de nos cercles militants. Même si ces mêmes cercles militants font tout pour... luttent dans un but de transformation sociale. Et donc tout ça importe parce que si on ne met rien en place et si on ne reconnaît pas ces oppressions, on exclut de facto des personnes qui sont par ailleurs victimes d'institutions oppressives, de comportements oppressifs et qui y font face dans leur vie de tous les jours. Et comme nous voulons que chacun, chacune se sente bien et accueilli au sein de nos mouvements sociaux, à partir du moment où ils et elles partagent nos objectifs de transformation, eh bien, on doit mettre en place des outils et des procédures pour faire face aux propos et aux actes oppressifs, qu'on va appeler oppressifs. Alors, comme vous avez pu le voir peut-être dans le programme, on reconnaît que l'ESU se veut être un endroit safe, entre guillemets, c'est impossible d'être 100% safe. Et donc on reconnaît que c'est même en reconnaissant les oppressions qui pèsent sur nous, c'est quand même difficile de s'en défaire, puisqu'on a été socialisé et que l'on vit au sein de ces systèmes oppressifs tous les jours. Mais on veut faire en sorte que ces oppressions ne puissent pas s'exprimer autant qu'elles le peuvent dans la société en général, au sein de nos mouvements. Et donc, nous avons mis en place un groupe qui a vocation à soutenir et à apporter son soutien à toutes les personnes qui vont faire face à des agressions ou des moments difficiles émotionnellement. Oui, je ne sais plus comment on dit en français, bref. Et donc toutes ces personnes pourront s'adresser au groupe anti-oppression. Donc ces personnes pourront soit appeler le numéro que vous avez écrit derrière puisqu'il a été partagé lors de la plénière Flinta,
Donc vous pouvez appeler le numéro ou vous rendre dans la salle Z134A, qui est donc dans le bâtiment Z, au premier étage, au fond d'un couloir. Donc ce qu'on fera dans cette équipe, c'est si vous avez besoin de soutien, on vous écoutera et puis on sera à l'écoute de vos besoins. Et on vous accompagnera dans les démarches que vous avez besoin de faire pour à nouveau vous sentir comment dire, à l'aise au sein de cette ESU, si ça n'est plus le cas. Donc on ne remettra absolument pas en question vos ressentis. Pour nous, c'est important de les prendre tels que ces ressentis existent. Et donc c'est la perspective des personnes qui vont être victimes d'éventuels propos ou actes oppressifs qui importe. Et donc, je l'ai dit, il existe une salle et un numéro. Et puis, les bénévoles de l'équipe vont aussi se promener au sein de l'université avec ce gilet orange. Et donc, n'hésitez pas à venir nous solliciter si vous êtes vous-même victime de propos ou d'actes qui transgressent vos propres limites. Ou si vous êtes témoin d'actes de cette sorte. Alors, si vous êtes témoin, vous pouvez aussi ne pas nous solliciter. Vous pouvez intervenir directement si c'est possible. Ceci dit, il y a quand même quelques principes à respecter. C'est si vous intervenez, ne le faites jamais à la place et au nom de la personne que vous voulez aider. Faites-le toujours après avoir vérifié auprès de cette personne comment la situation dont vous avez été témoin, ce que suscite émotionnellement cette situation et ce dont la personne a besoin. Il se peut qu'elle n'ait pas besoin que vous interveniez, et si elle a besoin que vous interveniez, il faut négocier cette intervention avec la personne. Et puis si cette personne a besoin, vous pouvez l'accompagner dans la salle Z134A pour rencontrer l'équipe anti-oppression. Et puis si vous êtes au cours d'un atelier témoin, si vous entendez des propos ou si vous êtes témoin d'actes qui vous heurtent vous-même, vous pouvez aussi intervenir en votre propre nom. Et quand même, alors un dernier principe qui est qu'une fois qu'on a dit ça, ça peut paraître impressionnant puisque des systèmes d'oppression, il y en a bien trop malheureusement. Et donc forcément... On fait tous et toutes des erreurs, c'est pas grave. L'important, c'est de reconnaître ces erreurs et éventuellement de présenter des excuses et de s'engager à se former, s'informer sur le sujet et à changer pour ne pas reproduire ces propos, ces actions dans le futur, pour éventuellement devenir même un allié de la lutte de personnes discriminées, voire même un complice. Et si vous voulez échanger sur ce que veulent dire ces termes, vous pouvez venir voir l'équipe anti-oppression dans la même salle donc, que j'ai déjà mentionnée, la salle Z134A. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Alice. Je pense que c'est important qu'au-delà du groupe anti-oppression, nous partagions collectivement dans cette université d'été des mouvements sociaux cette démarche. Alors, c'est une université d'été des mouvements sociaux, c'est une université d'été des mouvements sociaux, des mouvements européens. Donc on est très contents et contentes de voir qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent de différents pays. Et comme on ne se connaît pas tous et toutes, on va vous demander simplement de lever la main pour voir de quel pays vous venez. Ça nous semble intéressant de savoir à l'ouverture de cet événement. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent de l'État espagnol ? Voilà, merci. Et il y en a d'autres dehors, mais voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent d'Italie ? Bon, je crois qu'il y en a... Il y en a... Oui, merci. Bravo. Est-ce qu'il y a des personnes, et on le souhaite très fortement, qui viennent d'Ukraine ?
Je sais qu'il y en aura dans cette université, peut-être qu'elles ne sont pas encore arrivées, mais en tous les cas, on peut les saluer même si elles ne sont pas là, je pense. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent de Belgique ? Ouais, merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent des Pays-Bas ? Oui. De Grande-Bretagne ? Oui, 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 oui. De Suède ? Non ? Bon. De Norvège ? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent de France ? Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent de beaucoup plus loin, hors d'Europe ? Je pense qu'il y en a quelques-unes, en tous les cas, qui sont annoncées à cette université. Bravo ! Et est-ce qu'il y a des personnes qui viennent d'Allemagne ? Merci à vous. Donc voilà, déjà, on sent... Alors, il y a des pays que j'ai oubliés, donc du Portugal. Oui ! Et il y a peut-être d'autres pays que j'ai oubliés, donc n'hésitez... D'Autriche ? Ouais, ah, ben oui, Alexandra ! C'est tout ? De Pologne ? Ah, bravo ! Merci. J'ai encore d'autres... De la Suisse ! C'est bon ? N'hésitez pas à compléter. Hein. En tous les cas, on est vraiment une université d'été des mouvements sociaux européens et ça, c'est déjà une première victoire pour cet événement. Merci. On va redonner la parole et la musique à notre chanteur, à toi. Ja, ich. Jetzt ist wieder was drauf, ja. Also ich versuche so ein bisschen den Internationalismus auch über den Atlantik zu tragen und singe jetzt ein Lied, das im Original von Pete Seeger ist. Wenn einer für soziale Bewegungen gesungen hat, dann war der das. Und er hat ein Thema aufgegriffen, das damit zusammenhängt, dass... in den Auseinandersetzungen, die da geführt werden, in sozialen Bewegungen oder mit der Staatsgewalt auch immer wieder Situationen kommen, in denen man eine gewisse Beklemmung empfinden kann. Old Devil Time heißt das im Original. Devil time, I'm gonna fool you now. Old devil time, you'd like to bring me down. When I feel low, my lovers gather round and help me rise. Fight you one more time. Plagst du mich Zeit? Teufel, du schreckst mich nicht. Glaub nicht mit Druck. Kriegst du mich jemals klein?
fühle ich mich gehetzt, dann sind meine Liebsten da, geben mir Kraft, dass ich dir widerstehe. Oh, devil pain, you've often pinned me down. You thought I'd cry and beg you for the end. At that very time, my lovers gathered round and helped me rise, fight you one more time. Plagst du mich, Schmerz? Du Teufel, krümmst mich nicht. Denkt nicht, ich wein und heul euch etwas vor. Ich bleib nicht allein, dann sind meine Liebsten da, geben mir Kraft, dass ich dir widersteh. Old devil fear, you with your icy hands. Old devil fear, you'd like to freeze me cold. I'm afraid, my lovers gather round and help me rise to fight you one more time. Plagst du mich, Angst? Du Teufel mit kalter Hand, macht es dir Spaß? Frierst du mich zu Eis? Zitter ich mal vor Angst? Dann sind meine Liebsten da, geben mir Kraft, dass ich dir widerstehe. I know you long ago, before I learned the poison in your breath. When I hear your lies, my lovers gather round and help me rise to fight you one more time. Plagst du mich, Hass? Teufel, ich kenn dich gut, weiß, wie du riechst, erkenn dich am Gestank. Versprühst du dein Gift, dann sind meine Liebsten da, geben mir Kraft, dass ich dir widersteh. No storm nor fire can never beat us down. No wind that blows carries us further on. And you feel, oh lovers gather, and we will rise to sing it one more time. Kein Feuer, kein Sturm uns je zu Boden zwingt, packt uns ein Wind, schiebt er uns nur voran.
ihr ängstlich seid, ihr Lieben, dann kommt zu mir. Fehlt es euch an Mut, stärkt euch dieser Gesang. Kein Feuer, kein Sturm uns je zu Boden zwingt, packt uns ein Wind, schiebt er uns nur voran. Wenn wir ängstlich sind, dann sind unsere Lieder da. Fehlt es uns an Mut, stärkt uns unser Gesang. Fehlt es uns an Mut, stärkt uns unser Gesang. Eh bien, merci beaucoup. Alors là, on va passer à une partie où on va passer la parole à des représentants et représentantes de l'ensemble des mouvements sociaux qui sont présents, pas en termes géographiques cette fois, mais en termes thématiques. On va faire trois interventions, puis à nouveau une chanson. Et quatre interventions pour terminer, et on conclura à nouveau en musique. Mais avant ça, on va prendre un petit peu la température de la salle. Donc, vous pouvez lever la main plusieurs fois, hein, parce qu'on n'appartient jamais à un mouvement unique. Donc, vous pouvez lever la main si vous sentez. Alors là, tout le monde va lever la main, évidemment. À tout. Donc, essayez quand même de faire vos priorités du mouvement écolo, mouvement climatique. Ok, ben ça va. Ok. Ben, vous pouvez vous applaudir comme tout à l'heure. Hein. Alors, plutôt les mouvements justice sociale. Ok, ouais. Alors, mouvement plutôt justice fiscale, finance. Ah oui, tout de suite là. Alors, les personnes qui luttent plutôt contre le libre-échange et les multinationales. Allez. Les personnes investies dans les mouvements antiracistes. Ça va. Les féministes. Et je crois que c'est la fin. Les personnes qui sont plutôt là pour la paix et la solidarité internationale. Tout le monde. Et enfin, voilà, les personnes qui viennent plutôt de mouvements qui luttent pour les droits fondamentaux. Vous pouvez aussi vous applaudir. Et donc à chacun des intervenants intervenantes, nous avons demandé donc de nous parler un peu de l'actualité, des grands enjeux pour leur mouvement à l'heure actuelle, et aussi de nous dire ce qu'ils et elles comptent construire à l'université d'été. Et je vais laisser Annick présenter la première intervenante. Alors, la première intervenante est Muriel Gilbert. Muriel est inspectrice des finances en France. C'est une féministe et elle est co-porte-parole de l'Union syndicale solidaire, qui est une des organisations syndicales françaises. Et je crois qu'elle va nous parler des enjeux de la question travail aujourd'hui. Je crois. À toi, Muriel. Merci.
Bonsoir à toutes et tous. Je suis un peu impressionnée parce que c'est ma première intervention. Voilà. Comme ça alors, voilà. Donc bonsoir à toutes et tous. Alors les mobilisations dans le monde du travail, elles sont et elles seront à la rentrée centrées essentiellement sur la question de la revalorisation salariale. On le voit déjà au Royaume-Uni, en fait, hein, on a des grèves qui se sont multipliées sur cette question. Et en France, il y a déjà une mobilisation d'annoncer pour le 29 septembre sur cette thématique. Alors la tension sur les salariés, les précaires, les étudiants, les étudiantes, les chômeurs, les chômeuses, elle se fait de plus en plus forte après une période de pandémie qui a déjà en fait malmené non seulement les êtres, les corps, mais aussi l'emploi et les conditions de vie globalement. Alors cette énième crise économique, elle est à la fois évidemment la conséquence de la guerre en Ukraine, des dépendances énergétiques, mais aussi, on le sait bien, de l'appétit de plus en plus féroce des plus riches qui nourrissent et qui défendent le système capitaliste. D'ailleurs, les distributions de dividendes ne semblent pas avoir de limites, quelles que soient les circonstances mondiales. Alors ce système capitaliste, il repose, il ne faut pas non plus l'oublier, largement aussi sur des systèmes d'oppression envers les femmes, les minorités, ceux et celles qui ne rentrent pas dans le moule de la compétition et de la compétitivité permanente. Alors lutter pour les salaires, un système de santé et de protection sociale, pour les services publics, pour des conditions de travail satisfaisantes, réduire le temps de travail pour mieux le partager, réorienter le travail vers une richesse qui a du sens pour la planète, questionner la nature des emplois, en fait, ce sont toutes ces thématiques-là sous-jacentes aux revendications d'un syndicalisme de transformation sociale qui vont être discutées dans les différents ateliers et forums lors de ces universités. Le travail, et on m'a posé un peu la question de savoir la place du travail dans ces universités, ça reste une question finalement centrale pour une majorité de la population. Et de ce fait, ça reste aussi un levier essentiel pour convaincre, pour débattre, pour construire des luttes et des alternatives qui sont de plus en plus en fait présentes et pressenties comme urgentes par une majorité de gens. Ces alternatives sont aussi un moyen de combattre l'extrême droite qui se nourrit en fait de la haine et de la peur, et on sait que pour nous c'est un enjeu majeur aussi que ce combat. Alors pour moi et pour vous aussi, j'espère, l'intérêt de ces universités, du mouvement social, c'est de consolider, c'est d'élargir nos revendications de transformation sociale. Quelques exemples. On ne pourra pas réaliser la transition écologique sans les travailleurs et sans les travailleuses, particulièrement ceux et celles qui sont dans les industries polluantes. À travers, par exemple, le collectif Plus Jamais Ça, qui est né en France et qui est une alliance entre organisations syndicales, environnementales et de justice sociale, on a déjà commencé, évidemment, à soutenir et à mettre en lumière des luttes concrètes qui relie ces questions sociales et environnementales. Et on retrouvera certains ateliers sur ces thématiques-là. Sortir du capitalisme suppose aussi de combattre la précarisation du travail et l'exploitation. Cette exploitation, elle concerne en premier lieu les femmes, les migrants, les migrantes, les sans-papiers, les personnes racisées, non valides et discriminées. Ces changements fondamentaux, on ne pourra pas non plus les faire sans elles et eux. Et l'amplification et la construction du mouvement antiraciste et de la grève féministe sont justement centraux et vont dans ce sens-là. Alors ces universités, elles permettent les rencontres d'organisations européennes, écologiques, on l'a vu, syndicales, féministes, de droits humains, de justice sociale, fiscale, et j'en oublie sûrement, qui vont chacune en fait apporter leur expertise, leur expérience de lutte, leur savoir. Pour moi, en fait, unifier et amplifier nos combats communs, c'est de plus en plus une évidence. Je pense ici, en fait, je pense ici construire avec vous, pas à pas, des mobilisations communes, au-delà de nos frontières et de nos propres champs de lutte. Ce n'est pas l'appel au grand soir, en fait, que je fais là, mais bien se redonner aussi collectivement de la force pour construire, lutte par lutte, cet autre monde désormais incontournable. Merci.
Je vais passer la parole à Alberto Sanchez. Il est économiste, membre d'ATTAC Espagne. Il s'investit plutôt sur les questions internationales, la taxe sur les transactions financières, la lutte contre les traités de libre-échange et notamment récemment le combat pour lever les brevets sur les vaccins. Et il est membre aussi du réseau Alter Summit, et puis donc il va nous parler de justice fiscale et de finances. Good evening, everybody. 2 months ago, a violin called Da Vinci, made in 1714 by Antonio Stradivari, was sold at auction for 14.5 million euros. Previously, the same house, Tarisio, had auctioned another Stradivarius violin, this time the Lady Blonde, for just over 15 million euros. Do you think these purchases were made in order that renowned, famous violinists could play them at concerts and in order that thousands of people can enjoy this extraordinary sound? It is not likely. These instruments have become pieces of speculation bought by banks or investment funds and stored in safes in the hope of reselling them at a much higher price than they paid for them. Just like gold bars or diamonds, they are considered mere financial assets to do business with, nothing else. Well, at this point, you may be wondering whether this has anything to do with the theme of my speech, which is tax justice. Well, it has. We'll just go into it. Two of the major changes in the international economy in recent decades have been, on the one hand, the process of financialization, whereby companies seek profits through financial channels rather than through production and distribution. And on the other hand, the fiscal counter-reforms aimed to ensure that those who have the most and earn the most pay less and less taxes. The first change has meant, among other things, converting all goods and services in common stuff. That's called commoditization. Commoditization is a very difficult word to speak. And that financial activities have been extended to new economic area of everyday life through privatizations, housing, pensions, scholarships, water, and so on, even nature. This has led to a pandemic of inequality that is advancing at an ever-increasing rate. According to the World Inequality Report from this year, coordinated by Thomas Piketty, among others, the richest 10% of the world's population currently receives 52% of world's income, while the poorest half of the population earns 8.5%. And at the local level, we also see how the richest 10% increasingly accumulate more and more wealth within each country. The second change has its roots in the famous trickle-down theory, which promised that if you cut taxes to the rich, you would end up benefiting everyone else because that money would be invested and boost the economy. What a bloody lie, and what a huge fraud to the ordinary people. A recent study by two British economists, David Hope and Julian Lindbergh, from the London School of Economics, has shown that the tax reforms undertaken by almost 2,000 countries over the past 50 years have not led to higher economic growth or employment creation, but rather to a stagnation of productive investments. Well, this is unfortunately the current state of affairs,
And the question now is, how do we cope with it? How do we confront this awful situation of injustice? Well, for us it's very simple. It is about creating a balanced system of rights and obligations where finances are strongly regulated and at the service of the productive economy and not speculative, where collection of monetary resources is progressive, equitable, and transparent, and where it ensures that financing of public policies aimed at improving the quality of life of people, achieving high levels of socioeconomic equity in harmony with the planet we inhabit. We call this fiscal and financial justice, which is equivalent to social justice. In order to achieve this goal, there are numerous proposals from both ATTAC and other CSOs, which you will be able to learn about by attending any of the workshops scheduled on this topic during the 4 days of the university. Thank you very much for your attention. Merci Alberto. Donc maintenant je vais donner la parole à Nick Dearden du mouvement Global Justice Now en Grande-Bretagne, qui fait partie du réseau des attaques d'Europe et qui, de fait, en Grande-Bretagne, c'est Global Justice Now qui représente attaque. Nick est en train d'écrire un livre sur l'industrie pharmaceutique. Je pense qu'il sera très intéressant. Et je crois qu'il va nous parler de la question des multinationales, de leur place et des dégâts qu'ils font dans notre monde. Dick, à toi. Thank you very much. Well, first of all, it's very, very nice to be back here with all of our allies for the first time in so many years. That feels very nice. And we need to come together if we're to fight and confront global corporations, multinational corporations, which I believe are at the heart of so many of our problems. These corporations today have become the primary vehicles for extraction and economic exploitation in the world. They're at the heart of driving forward inequality and environmental destruction. And so they have to be dismantled. They have to be, their power has to be overthrown. And that's a massive task. And what I found in researching the book that was just talked about there is the problem may be even worse than we think, because over the last 3 years, I've been working on this issue of vaccine inequality, where in one part of the world, enormous pharmaceutical corporations have made obscene profits from the pandemic, from COVID-19. But they've made these profits without actually creating the vaccines in the first place. The vaccines were created with public sector money and then privatized, handed over to these corporations. And in fact, you find across the pharmaceutical sector, they don't research the drugs that we need to create a healthy planet. What they do, their business model, is to buy up the intellectual property to these medicines and squeeze every last drop of profit out of it, even if the cost of that profit is artificially restricting the supply of vaccines in the middle of a pandemic to vast swathes of the world's population. You can't imagine anything more obscene than putting profits ahead of the lives of hundreds of thousands, maybe millions of people. But unfortunately, this isn't unusual in our system of monopoly capitalism. We see it now, as has already been said, in the cost of living crisis, where corporate concentration is increasing the price of basic goods that we all need in order to return vast sums of money to the executives and shareholders of these corporations. The price is ordinary people going without meals and being unable to heat their own homes. It's obscene.
But what I want to say is, across the world, you know this, so many people are fighting back. And I think there is more hope today of challenging this corporate rule than there was when our organizations first came together in the 1990s in the anti-globalization movement. When I look around the world and see, you know, even in the United States, where corporations have such a stranglehold on the political system, there are anti-monopoly movements that are challenging the power of big tech and big pharma and securing important victories. Here in Europe, I mean, we were all part of defeating the awful corporate charter that was TTIP. That was an incredible victory. Today, in the cost of living crisis, there are growing calls for price controls, there are growing calls for the nationalization and renationalization of the energy industry. That's a huge change from 20 years ago. And look further, in El Salvador, they banned metal mining. Just this year in Pakistan, they started ripping up investment deals that contained investment clauses that allowed big corporations to sue them. In South Africa, which I'm most excited about, they've built a medical research hub and they have reverse engineered Moderna's vaccine, and they are sharing that knowledge without patents to governments around the world. They are challenging the big pharmaceutical corporations directly and immediately. And that's really exciting. But of course, it's not just challenging individual corporations, it's challenging the rules that allow these corporations to operate in this way. And there again, I think the challenge to neoliberal governments around the world is incredibly exciting and gives me enormous hope. The indigenous people's movement in Ecuador, which scored a huge victory against their right-wing government only a few months ago. The overthrow of the corrupt and authoritarian government in Sri Lanka, in that peaceful people's movement. The election of the first left-wing government in Colombia's history. And the incredible work of our comrades in Chile and their new anti-corporate constitution, which is placing rights before corporate power. There, in the birthplace of neoliberalism, which they are now declaring the graveyard of neoliberalism. I think here at the ESU, we should send solidarity and all of our strength to all of those amazing movements around the world. They are where hope is. So I'll just end by saying, I think this week, the task before us is to sew these different threads together. To talk about how we can better frame, explain, challenge, and overthrow this model of monopoly capitalism. Because at root, big business has become completely incompatible with the kind of society that all of us want to live in and need to live in. In fact, they've become completely incompatible with democracy itself. These corporations have become a vehicle for waging a brutal class war on the majority of people in our societies. And replacing this model is the only way for us to live. Thank you. Merci beaucoup, Nick. On va à nouveau passer le micro à Gert, qui va, oui, pouvoir à nouveau nous régaler de ses chansons. Et puis, après, on a quatre intervenants, et puis on vous libérera. Donc, normalement, on aura fini avant 10 heures. Voilà. Just to remind you, you won't find my name anywhere on a paper here. My name is Gert Schinkel. And this song, I heard the first time 52 years ago, written by an American singer-songwriter. His name was Phil Oakes. He started in the 60s and sang political songs. And this is one of his most important songs. And it's hard to imagine that a guy that writes such a song
commits suicide at the age of 36 in 76. But this is the song Why I Still Sing. No place in this world where I belong when I'm gone, and I won't know the right from the wrong when I'm gone, and you won't find me singing on this song when I'm gone, so I guess I have to do it while I'm here. Kein Platz auf die dieser Welt ist mein Zuhause nach dem Tod. Niemals atme ich mehr ein und aus nach dem Tod. Bringe niemals mehr ein Wort heraus nach dem Tod. Drum glaub ich, tu ich's besser nochmal hier. And I won't feel the flowing of the time when I'm gone. All the pleasures of love will not be mine when I'm gone. My pen won't pour a lyric line when I'm gone. So I guess I have to do it while I'm here. Ich spüre niemals mehr den Lauf der Zeit nach dem Tod. Ich merke weder Schmerz noch Einsamkeit nach dem Tod. Mein Stift ist zum Schreiben nie mehr bereit nach dem Tod. Drum glaub ich, tu ich's besser nochmal hier. And I won't breathe the bracing air when I'm gone. And I can't even worry about my cares when I'm gone. Won't be asked to do my share when I'm gone. So I guess I have to do it while I'm here. Lust und Freude mir wohl kaum noch bleibt nach dem Tod. Nutzlos man sich bloß Zeit vertreibt nach dem Tod. Keiner fragt, ob man was unterschreibt nach dem Tod. Und glaub ich, tu ich's besser nochmal hier. Then I won't be running from the rain when I'm gone. Then I can't even suffer from the pain when I'm gone. Can't say who's to praise and who's to blame when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. Von jedem Zwang bin ich dann frei nach dem Tod. Alles ist für mich dann einerlei nach dem Tod. Niemals trag ich meinen Teil mehr bei nach dem Tod. Drum glaub ich, tu ich's besser nochmal hier. I won't see the golden of the sun when I'm gone. And the evenings and the mornings will be one when I'm gone. Can't be singing louder than the guns when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. Ich seh nie mehr der Sonne helles Licht nach dem Tod.
gegen Mord hat mein Schrei kein Gewicht nach dem Tod. Drum glaub ich, schrei ich besser nochmal hier. All my days won't be dances of delight when I'm gone, and the sands will be shifting from my side when I'm gone. Can't add my name into the fight when I'm gone, so I guess I'll have to do it while I'm here. Hab kein Trotz mehr, wenn ich mich erschreck nach dem Tod. Mut hilft mir nicht mehr aus dem Versteck nach dem Tod. Und Widerstand zu leisten hat keinen Zweck nach dem Tod. Drum glaub ich, tu ich's besser nochmal hier. And I won't be laughing at the lies when I'm gone. And I can't question how or when or why when I'm gone. Can't live proud enough to die when I'm gone, so I guess I'll have to do it while I'm here. Dreiste Lügen stören mich nicht mehr nach dem Tod. Ich frag auch nicht mehr, wie und wann und wer nach dem Tod. Und stolz bereit zum Tod lebe ich nicht mehr nach dem Tod. Drum glaub ich, tu ich's noch so lang ich hier. There's no place in this world where I belong when I'm gone. And I won't know the right from the wrong when I'm gone. You won't find me singing on this song when I'm gone, so I guess I'll have to do it. I guess I'll have to do it while I'm here. Kein Platz auf dieser Welt ist mein Zuhause nach dem Tod. Niemals atme ich mehr ein und aus. Bringe niemals mehr ein Lied heraus nach dem Tod. Drum tu ich's besser noch. Drum tu ich's besser noch. Drum tu ich's besser noch, solange ich hier. Alors, en fait, je me suis trompée, il n'y a pas quatre intervenantes, il y en a trois. En fait, il y a trois intervenantes. Et la première d'entre elles va nous parler des enjeux antiracistes. Sima Saïda, qui est une militante sans frontières, qui est basée à Londres et qui est responsable des campagnes au sein de l'association Another Europe is Possible. Et c'est aussi la co-autrice d'un livre qui s'intitule Creeping Fascism, qu'on peut traduire, je pense, par le fascisme rampant. Voilà. À toi. Merci beaucoup, Alice. Thank you. So I'm here representing the organization Another Europe is Possible. And this organization fought the Brexit campaign because we believed that it was a far-right reactionary project driven by racism and anti-migration sentiment. And now it's a horrible task and a thankless task, but we continue to fight the terrible consequences of Brexit. As you might have noticed, the UK has one of the highest inflation rates in Europe at the moment. And this is relevant to race because it is impacting some of the poorest migrant communities in the country, which you'll hear about soon. So in the last 4 or 5 years, that I've been active on the left,
I found myself making a fair few speeches on race and racism. Some of them I've been asked to give. Can you hear me okay? Okay. And some of them I've launched into myself without people asking. And what I found is that the topic of race often makes people feel uncomfortable. And in the end, in most left spaces, it's good that it makes people feel uncomfortable. Because the truth is that when I and many other activists of color enter spaces that are predominantly white, we feel uncomfortable because we are minoritized in these spaces. Another reason that I feel uncomfortable is because the left and progressives purport to represent the working class. But in so many traditional left spaces, a huge element of the working class isn't present. When we think of the working class, we should think of the class globally, not just in Europe, not just in our nation states, but around the world. The fact is that a huge majority of the working class comes from racialized communities. People of color from former colonized regions, regions which continue to be exploited under neocolonialism, as we heard from Nick Dearden, with one small example of the vaccine. These people form the bulk of the working class. In the capital cities across much of Europe, racialized and migrant communities form a huge element of the proletariat. We are the working class, the cleaners, the shop assistants, the bus drivers, the healthcare workers, the Uber drivers. I live in East London, Forest Gate, a part of London where lots of workers come from racialized and minoritized communities. Last night, my next door neighbor knocked on the door asking for £8 to help pay for dinner for his family. He's a cleaner in the NHS, and since the cost of living crisis, he's finding it difficult to pay his bills. His family is an immigrant family, and these are some of the groups that will feel this cost of living crisis hardest. Yet, one of the biggest problems that I've seen in my time acting on the left is the absence of this hugely important and crucial group in many of the traditional forums where the political and internationalist left come together. That doesn't mean that racialized communities don't organize themselves, because they do. They do organize themselves, and they are organizing themselves in cities in Europe, but also all across the world. There are many examples in history. What it means is that the traditional left and progressive movements are disconnected from the community structures of racialized groups. Now, things are improving. It's not all doom and gloom. And I don't think we should feel hopeless or deflated about this issue. But we do need to put all our efforts into building connections with racialized groups, platforming them, and centering the people most affected by racism in our fight against racism. Thank you. That's why Another Europe is Possible, the organization I'm representing, is so excited to be running a workshop on confronting Islamophobia across Europe at the ISU this week. It's happening this Friday, note it down, at 10 a.m. in room W223. And we will have a panel of brilliant activists from across Europe, from racialized communities with lived experience of Islamophobia. And all of these women are part of organized movements and campaigns fighting back against racism, against misogyny, against neoliberalism. And this includes from the UK, the fierce, unrelenting campaigner Shaista Aziz, who launched a viral campaign called The Three Hijabis. You should look it up on Google, which was to end racism in football.
and who is also an elected councillor for the Labour Party in the city of Oxford. It also includes Sohini Ghosh from the Front Uni des Immigrants et Quartiers Populaires, a self-organized migrant group operating in France to challenge the rise of the far right and racialized oppression. And we also have, from nearby Solingen, down the road, Merve Sahin, a Die Linke representative, elected to the Immigrants and Integration Council of the city of Solingen. So please come and join us at this workshop to ally with the Muslim community across Europe and learn how to tackle an issue that, as we have seen, is on the rise in France and elsewhere. That workshop is D050, Fighting Islamophobia Across Europe. It's on Friday at 10 a.m. in room W223. I could have talked about all of the different examples of racism everywhere across Europe, but I know you know all about it, so please come to the workshop and let's organize and do things together and fight. Okay, so there's also another really important workshop, which I also want to thank Bernard Drino from Sedetim, and shout out to European Alternatives as well as Global Justice Now for helping us organize. And that is E049, There's No Safe Europe Without a Safe World. And that's tomorrow at 4 p.m. in room S103. Now this workshop is about building an international peace movement and is relevant to the issue of race as well. So our organization, we stand in solidarity with our comrades in Ukraine fighting a brutal imperialist invasion. And we stand in solidarity with our comrades in Russia struggling for peace and democracy against Putin's authoritarian regime. In the UK especially, Russia's war on Ukraine has unleashed some very interesting and at times quite sad discourse on race. For instance, the European Union rightly is welcoming Ukrainian refugees fleeing the horrors of war, and I'm sure there's much more that can be done, and there is more that can be done. The UK has a terrible racist border regime, and it needs to do more to welcome Ukrainian refugees. But at least when you enter UK border control, you will see signs that say Ukrainian refugees welcome. But you don't see the same for Afghan refugees fleeing the Taliban. You don't see the same for Syrian refugees fleeing civil war. You don't see the same for asylum seekers from war-torn regions all across the global south. And of course, the reason is clear. The reason is racism. For many, white Europeans facing war are humanized, whereas for people of color in the global south, war is seen as a natural context, a natural habitat. So in our forum tomorrow, we're bringing together peace campaigners from Syria, from Afghanistan, as well as activists from Ukraine, Poland, Russia, France, and elsewhere to build the work of building an internationalist, anti-racist peace movement. And that workshop is tomorrow at 4 p.m. In S103, sorry. I ended my flow. But yeah, please let me see you again there at that workshop. The ESU as a whole is also dedicating an entire forum to intersectionality, and I hope that I'll see you there as well. And I hope you'll join us in these small efforts and small beginnings to fight racism and build a truly representative internationalist movement. I'd just like to end by saying it's so great to see all of you in person, to hear your voices after years of lockdown and pandemic. It's really a joyous moment to be here today. And I want to send out a huge thank you to all the ESU organizers and the staff, Marcus, Christiane, Dirk, and many others who've been working so hard behind the scenes to put this all together. Thank you so much. Merci beaucoup, Sima. Et donc maintenant, je vais donner la parole à Judith Hamler de Attac Allemagne. Judith a organisé et animé cet après-midi le premier forum de cette université d'été, le forum Flinta, voilà.
et sur la question des enjeux féministes et des droits des personnes LGBT et queer. Donc, à toi, Judith. Merci beaucoup. Ich spreche auf Deutsch. Es fällt mir am einfachsten. Okay? Danke. Ja, ich bin Judith, ich bin eine der Vertreterinnen des Flinter-Plenums von ATTAC Deutschland und wie es gerade schon angekündigt wurde, haben wir uns heute Nachmittag vor dem offiziellen Beginn dieser Europäischen Sonnenuniversität schon mit anderen Aktivistinnen aus Frankreich, aus Polen und anderen Ländern zusammengesetzt. Ich muss vielleicht kurz erklären, was mit Flinter-Plenum gemeint ist. Wir konnten heute aufgrund der Kurzfristigkeit keinen richtig sicheren Safe Space organisieren, aber wir hatten immerhin die Möglichkeit, Männer darum zu bitten, uns diesen Raum heute Nachmittag zu überlassen und diesen Raum zu respektieren für Frauen, für Lesben, für Intersexuelle, für Non-Binary Persons, für transsexuelle Menschen und für Agender-Menschen. Da wir erleben, wie es gerade eben auch schon beschrieben wurde, auch in unseren eigenen Strukturen erleben wir immer noch, dass es unterschiedliche Privilegien gibt, dass Cis-Männer auch in unserer Welt immer noch mehr Privilegien haben und dass sich das durchaus auch immer wieder auf unsere Zusammenarbeit auswirkt. Und deswegen haben wir in Deutschland, ich glaube, vor 3 Jahren damit begonnen, bei jeder Sommerakademie, bei jedem Ratschlag von ATTAC Deutschland einen sicheren Raum zu fordern, in dem wir uns austauschen können, in dem wir uns vernetzen können. Das haben wir heute Nachmittag gemacht und wir haben ein paar Bitten, Forderungen zusammengesammelt, die ich heute stellvertretend auch an euch als alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ESU richten soll. Zunächst freuen wir uns sehr, dass es gelungen ist, bei dieser ESU eine Awareness-Struktur auch aufzubauen. Alice hat sie vorher schon vorgestellt, an die sich Menschen wenden können, wenn sie in Situationen kommen, in denen sie sich nicht respektiert oder sogar bedroht oder diskriminiert fühlen. Wir sind sehr dankbar für diese Awareness-Struktur und möchten alle auch ermutigen, diese wo nötig zu nutzen. Wir hatten außerdem uns darauf geeinigt, dass es solche Pläne auch bei zukünftigen Sommerakademien, europäischen Sommeruniversitäten weiterhin vermutlich brauchen wird, weil wir diese Räume brauchen, um uns zu vernetzen, um ein Empowerment zu schaffen. Und wir haben die ganz wichtige Forderung heute Nachmittag herausgearbeitet, dass alle, die an dieser ESU teilnehmen, vielleicht auch auf sich selber schauen können, ihre Privilegien checken können, schauen können, ob sie gerade richtig mit diesen Privilegien umgehen oder ob es vielleicht hilfreich ist, auch andere Personen, die marginalisiert sind, mal zu Wort kommen zu lassen, zu empowern, sodass es einen gleichberechtigten Diskurs zwischen allen gibt. Und ein Spruch steht schon an der Tafel: Each plenary, each session, each day is a Flinter Day. Und wir möchten euch herzlich einladen und bitten, bei allen Veranstaltungen, bei allen Foren und bei allen Workshops, an denen ihr mitwirkt, immer auch die feministischen Aspekte und Flinter-Aspekte, die es in fast allen politischen Themen, die uns in der Globalisierungskritik bewegen, gibt, mitzudenken und auch zu adressieren und anzusprechen und Leute zu ermutigen, sich darüber auch Gedanken zu machen. Denn die Welt, die wir erleben, mit einem massiven Rechtsrutsch, wie er sich teilweise in vielen Ländern abzeichnet, erleben wir auch so, dass die Angriffe immer zuerst auf die Körper von Frauen, Flinter-Personen, Transsexuellen und so weiter gehen. Und wir erleben massive Backlashes und erleben, dass Flinter-Personen oft zuerst darunter leiden. Und ich glaube, das sollten wir in unserer politischen Analyse ernst nehmen und in unserer politischen Praxis. Dafür vielen Dank und ich wünsche euch eine wunderschöne ESU. Alors, je vais passer la parole à notre avant-dernière intervenante qui va parler solidarité internationale, donc Noémie Blasquez-Benito, qui est originaire de Madrid, mais qui vit et travaille à Genève. Elle a participé et a rejoint la grève féministe du 14 juin en Suisse, qui a rassemblé 500 000 personnes de tout le pays. Et elle fait le lien avec d'autres mouvements grèves féministes à travers le monde, à travers la plateforme Feministas Transfronterizas. Voilà, je vais te passer la parole. À toi.
Good night. The moving forward of feminism is a fact that nobody can deny. A movement that from now on, any force will be able to stop. Women have become a factor that has to be taken into account. This is not me. This is Avril de Saint-Croix, 1907. She's a feminist, a French feminist that was born in Carouge. I recently knew that she was born in Switzerland. It's the neighborhood next to my building. And I realized how little I knew about feminism, although I have read hundreds of books and I had passed all my exams. In 2018, I was unemployed and facing a burnout. Shit, let's call it by its name. I was facing a depression due to professional harassment. As I'm living in Switzerland in 2018, in the summer of 2018, ASU was happening in Grenoble. And I have to thank the organizers and the speakers of that moment, because being a person that hadn't never been organized, they encouraged me, empowered me, and gave me tools to be today here. I don't know how it happened. At that moment, I was not thinking how I was going to transit and how I was going to be able to work on local basis, national basis, and international basis to make a strike in Switzerland. In Geneva, we gathered 70,000 people. In the whole Switzerland, 5,100 people. This might be a little bit small compared to the strikes that were happening at the same time in Spain, with 6 million people in the streets. But in a country of 8 million people, 5,000 people on the streets in the country that they are proud to say that had a peace and work contract is a lot. How everything happened? I went to Verona, and the movement of Non Una Di Menos gathered 17 different movement strikes, in which we gave, as they were saying before, we had a safe space to talk among us. We connect the dots, as Sima was saying before, that it's super important how complex systems they work, how we have to connect the dots in between activism and different movements. It is really mandatory that we listen to each other, that we stop digging in our own fights, and we go and expose this ourselves in this kind university gatherings or other social movement spaces. We need, honestly, to go to the places that we feel uncomfortable, because it's there where we are going to find how our movement, how our fight is going to cross the borders, is going to cross the paths, is going to do something different. Everybody has something to say in everybody's fight, and it is a need that we go to this link and we talk about this and we empower and embrace the fights of the others. In France, in Switzerland, in Geneva, we say in French, so solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarity with every woman in the world. That was amazing. I wanted to do so when I was in this event in Verona, fighting against the pro-life that were gathering at this venue, and there were thousands of people in the street saying no to anti-abortism movement. I said, like, hey, I'm going to use this space to make an invitation to everybody to come to Geneva, because on the 14th of June we are having a strike. If you want to know why is the 14th of June, you are invited tomorrow to the feminist strike meeting that we are having at 10. So on the 14th of June, we are doing this. Why not having a trans-border, trans-feminist meeting on the 15th in between all the different strikes? So the women, they came, and they marched with us. Then I went to the United Nations, because I found that it was amazing to have all these people in this United Nations square while the Human Rights Council was happening. By the way, in French it's still named Droit de l'Homme, and maybe you have to change that. So
on the side. So I found that it was amazing to have all these different women representing their strike movements gather in the United Nations and ask the staff from the United Nations to come and join us, because they are also suffering harassment. I suffer harassment. They are also suffering all the problems that feminism can solve and can give solutions. When I came and I talked to the director general, he said, oh, okay, we are going to let them go on solidarity and march with Swiss women on solidarity. So I said, what? On solidarity? That's something wrong. If the director general of the United Nations in Geneva is saying solidarity, I need to rethink this. So I said, they are not coming on solidarity. They have to be responsible. They are coming in responsibility, because they are making the people in Switzerland, with all the problems that they have, all the same vulnerabilities that we are suffering in any other country, despite it's one of the most expensive ones in the world. The precariousness in that country is amazing. And this international staff, which were going to march with us on solidarity, they were just left 2 hours, which was a lot, because they don't have the right, because they cannot get positions when there is a fight, when there is a conflict in between countries. And I said, okay, but this is not a conflict in between countries. They are living in this country. They are making people work for them in this country. How the hell are they coming on solidarity? They have to be responsible and march with us. So I start working on this concept of solidarity that is casuistic. We were saying before, we are solidarios with the people in Chile, with the people in El Salvador, with the people in Ukraine. But we have to be responsible. And in this global situation that we find ourselves with all the social networks, we have to be responsible. We have to send thousands of letters when a movement says it's not okay with signing. We have to do something from our social movements. We have to trust what the people next to me is doing. Maybe I'm not going to be okay with all the letters that they are writing, but they have been working on them. They had their own consensus. When they achieve the motivations that are making these letters, I am not the one coming and saying, with this spot or with this comma, I'm not, I don't agree. Come on, we need to let them pass and we need to support each other. And then there will be moments in which we can have our own conflicts, and in between the people on the left and the people of in the social movements, we can have those debates in between us with respect on safe spaces, but we need to empower, as they were saying before, I'm not going to repeat what the colleagues were saying, we need to empower them. We need to say, hey, this is your fight, let's go, and I'm behind you. I'm behind you or next to you when we are speaking about racism, when we are speaking about defending the territory, when defending, how can I be solidaria with the people in Ukraine, or even with the people in the border in Russia that are against that. I cannot be solidaria. I have to be responsible, and I have to act, and I have to act right now. So let's move forward, stop our solidarity, and let's go to responsibility. And let's do it also as another way they say in the Swiss march, strong with proud, and feminism enraged. Men, you are involved in this. You have to go and make this movement, because it's a social, economic, and political alternative. You have and you need to find your space here. You can call yourself feminist and find the way in which you can add. I came to the Flint workshop before, and they were asking to have a non-cisgender men meeting. We were going to be among us. We needed to talk among us what we are expecting. And I'm always surprised why there is this, why is never a group of men saying hey, why are not we invited here? How can we add something to this? How can we be next to them? How can we help them and be at their backs? If feminism since 1907 is a movement that is not going to stop, now that we are in a turning point, the paradigm is starting to change again, we need you to step
to step forward and say we are on your sides and join us. There has been two times in the past years in which I was thinking, okay, they got it. COVID-19, I saw it like that, you know, an opportunity. People that had windows are were clapping for public health. I said, like, okay, there is no more need of going down the streets to protect public health. Then we realized that the people that were clapping, the people that were talking at the moment, it was the people that we already knew that public health was needed. It was not the people that is not here today. It's not the people that is coming with us to the demonstrations. Second time is the second big shock of this past year, the war on Ukraine. What are we going to do? We have read already this. Everybody that has read history is reading the newspapers and is saying, like, whoa, again, this happened. Let our egos on the side. Let's do something. Let's be responsible with our activism. Let's embrace the other people's fights. And when we see a hole in which maybe not us, but we can put somebody else's needs and somebody else's demands on the table, let's do it for them. Let's amplify our voices and let's march all together for responsabilité internationale. Thank you. Merci beaucoup, Noémie. Et donc, la dernière intervenante pour ce soir, c'est Habiba Bigdad. Elle milite à la Ligue des droits de l'homme en France. Elle est particulièrement impliquée sur la campagne pour le droit de vote des étrangers en France. Et je lui donne la parole. À toi. Thank you. Well, it's the first time I speak in a European gathering and the first time I speak in English. So I hope that you will understand my English. Let me start by expressing a big thanks to Attac Germany that has taken the initiative of this European gathering. The LDH, La Ligue des Droits de l'Homme, we are still talking about the name in turn, maybe to change, we don't know. So the French League of Human Rights was associated from the beginning to the construction of this event, and we've participated steadily to the International Steering Committee. Our presence here is part of our constant practice of exchange with those who organize resistance, who mobilize for alternatives. This year, in May, we were in Matera at the Sabir Festival, where we have discussed in a European framework the issues around migration and international solidarity. We will be in Florence in November on the 20th anniversary of the first European Social Forum, thanks to our Italian friends. No doubt it will provide an appropriate space to think about strategies and elaborate possible answers in a context of recurring systemic crisis and the expansion of the far right in our continent and beyond. And of course, we are here in Mönchengladbach. In the realm of the defense of human rights, the LDH is the world's oldest civic organization created in 1898. Since its very beginning, it has been acting in defense of all rights, civil and political rights, economic and social rights, cultural rights. Ever since, the LDH includes in its scope the emerging domains where human rights are concerned. The claim of the effective access to all rights for all is a fruitful approach for strengthening mobilizations and fighting for emancipation. Presently, with the destruction of ecosystems, the demand of sustainable, inclusive, and solidarity-based development is a new imperative that the right-based approach reinforces. In our societies, everyone talks about human rights, but not in the same sense.
and how the issue of rights have to be addressed is at the heart of the political struggle in our societies. There are three opposing ways of thinking about rights for three different conceptions of what makes up society. The extreme right and the right in a process of radicalization are promoting identities defined as to exclude part of a society. They argue that our societies cannot guarantee rights for all, that rights can only be ensured when some are excluded. Their imagination to name who is to be excluded is limitless. It will often be migrants, foreigners, recently arrived people, Muslim, LGBTIQ plus communities. We gathered here know that the worst lies in societies built along such an approach. With the neoliberal management of the last decades, the approach of rights implemented in our societies is different. Their promoters tell the role of institutions is to ensure the condition of equality through civil and political rights, the rule of law and open education system, and not to ensure the effective access to rights. It is up to individuals thus equipped to do what is necessary to make their own access to economical, social, cultural rights effective, and now through good environmental behavior. The results of this approach are the considerable number of people in vulnerable situations left aside, with a deepening of poverty traps and rising inequalities. We are the third camp, radically different from the other two. What we want is a society characterized by the effective access to all rights for all, especially political and voting rights for all, including foreign residents. We want a society built with the tools provided by solidarity, inclusiveness, equality, and of course, democracy. Over the coming days, we will discuss about our answers to the challenges our approach is facing at present. How can we rely on the mobilizations for climate change, for civil liberties, for women's rights, to build such a society? We hope our exchanges will enrich our collective responses in order to fight the two approaches to rights that we have to face in the specific ways needed for each. To conclude, I share with you Antonio Gramsci's aphorism, which unfortunately applies so well to present times and which sets the agenda for our debates in the days to come. Let us be able to combine a pessimism of the intellect with an optimism of the will. I would like, as we are here, we all are here fighting for peace in the world. I would like to talk, and we are in a European gathering, I would like to tell you about Stop Settlements. Stop Settlements is an European citizens' initiative to end trade with the settlements in Palestine. LDH and ATTAC support this petition. So, help us to reach 1 million signatures to ban trade in settlement projects. You can find the petition on internet, hashtag Stop Settlements. Thank you. On va finir la soirée en chanson avec notre ami, mais avant, je vous demande d'applaudir les traducteurs et traductrices. Voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette première soirée d'ouverture de l'université d'été. Et on vous donne rendez-vous demain matin à partir de 10h pour les ateliers, les forums, et un petit peu avant pour se rencontrer sur les stands à l'extérieur, autour du bar, et voilà, pour un café. Voilà, merci à toutes et à tous, et quelques minutes en chanson pour terminer cette soirée. Thank you.
The song was written by Steve Forbert from the States of America. Hard to find, temperate zones and tropic climes, true currents in thriving seas, winds blowing through breathing trees, strong ozone and safe sunshine. Good planets are hard to find. Gute Planeten sind eine Seltenheit. Herbst und Frühling jeder Jahreszeit, im Sommer heiß und in den Wintern kalt, mit warmen Zonen, Wiesen, Regenwald, kühlen Schatten und mit Fruchtbarkeit. Gute Planeten sind eine Seltenheit. Good planets are in demand, clean beaches and sparkling sand. Land masses with room to spare, jet streams and perfect air, high forests and low wetlands, good planets are in demand. Gute Planeten sind schwer gesucht, erschwinglich bist du auch nicht betucht, gut durchweht von angenehmem Wind, mit schönen Stränden, die noch sauber sind, halbwegs leer und noch nicht ausgebucht. Gute Planeten, die sind schwer gesucht. Doch the mind don't know if the heart can see. Let the blind man Destiny. Doch der Verstand ist blind, keiner hört noch zu. Blöd wie Menschen sind, ist hier bei Friedhofsruh. Good planets are rare indeed, rain falling on crops and seeds, rivers and good tops spoil, food sources from cane to oil, green gardens of all we need, good planets are rare indeed. Gute Planeten, die sind sehr gefragt, wo keine Giftschleuder im Himmel ragt, klaren Flüssen und mit weiter Sicht an Energie und Nahrung mangelt's nicht, ergiebig lange noch nicht abgenagt. Gute Planeten, die sind sehr gefragt. Der Verstand ist blind, keiner hört noch zu. Blöd wie Menschen sind, ist hier bei Friedhofsruh. When the mind don't know if the heart can see, let the blind man go to his destiny. Good planets are scarce and few, earth warms and caribou, strong food chains and tasty meals, textiles and plants that heat, iron mountains and skies of blue. Good planets are scarce and few. Gute Planeten, die sind ziemlich rar. Wer einen findet, bleibt am besten da. Passt auf ab und zu ein bisschen auf, dass er gepflegt wird, denn sonst geht er drauf. Zweifels, glaub mir, es ist wahr. Gute Planeten, die sind ziemlich rar. Ziemlich rar.
Ich hätte noch ein Geschenk. Und zwar ein Lied für Attac. Ich habe für sie diverse soziale Bewegungen Lieder geschrieben. Und jetzt hat auch Attac seins. Beziehungsweise ich habe mein Lied zu Attac, sagen wir es mal so rum. Attac, das heißt, nimm es nicht einfach hin. Im Leben steckt mehr, als man dir bietet drin. Man hält dich auf Abstand, willst du mehr, als man dir gibt. Pass auf, dass man dich nicht auf Seite schiebt. Wehr dich am besten damit, zeigst du Mut. Warte nicht, ob irgendwer was für dich tut. Wessen Interessen genau mit deinen gleich. Zieh am selben Strang, dann kriegst du viel erreicht. Attac, das heißt, lass es nicht einfach zu. Überhört man dich, wer wichtig ist, bist du. Wenn man dich übern Tisch zieht und Macht quält, wer dich und zeigt, dass dir Mut nicht fehlt. Wer dich am besten, damit zeigst du Mut. Warte nicht, ob irgendwer was für dich tut. Wessen Interessen sind genau mit deinen gleich. Am selben Strang, dann kriegt ihr viel erreicht. Attac, das heißt, geh immer mit voran. Siehst du, wie man die Welt verbessern kann? Und mach jedem Beine, der in den Weg sich stellt und nur sein Profit für dich am besten, damit zeigst du Mut. Warte nicht, ob irgendwer was für dich tut. Wessen Interessen sind genau wie deine gleich. Zieht am selben Strang, dann kriegt ihr viel erreicht. Attac, das heißt, schau über den Horizont, sieh mehr als jeder, der am Pool sich sonnt. Blick hinter die Kulissen, deck Schmutz und Schwindel auf und nimm zur Streitvermeidung nichts in Kauf. Wehr dich am besten, damit zeigst du immer Mut. Warte nicht, ob irgendwer was für dich tut. Wessen Interessen sind genau mit deinen gleich. Zieh am selben Strang, dann kriegst du viel erreicht. Attac heißt, füg dich nicht so einfach rein. Soll's besser werden, dann kommt's nicht von allein. Nimm so in Angriff, dass dich keiner bremsen kann. Glaub nicht, es käme von selber irgendwann. Wehr dich am besten, damit zeigst du Mut. Warte nicht, ob irgendwer was für dich
dessen Interessen sind genau mit deinen gleich. Zieht am selben Strang, dann kriegt ihr viel erreicht. Gutes Gelingen! Ja, ich finde es immer ganz gut, sich für ein Geschenk zu bedanken, und das wollte ich nochmal machen, weil Gerd Schinkel ist wirklich jemand, der auch gerade hier in der Nähe im rheinischen Braunkohlerevier seit circa 5 Jahren den Widerstand wirklich permanent begleitet. Er hat, glaube ich, über 300 oder bald 400 Lieder zu dem Widerstand allein geschrieben, und ich wollte nochmal auch den Namen hervorheben, weil er steht ja sonst nirgendwo, und wenn man selbst den Namen nennen muss, nicht so ganz gut. Also Gerd Schinkel, vielen Dank.